Die NDR-Talkshow aus Hamburg heute mit diesen Gästen. Vor 25 Jahren revolutionierte er mit seinem Programm Zapped die Comedy-Szene. Und bis heute ist er in Topform geblieben und bringt sein Publikum zum Lachen. Wir freuen uns auf the one and only Michael Mittermeier. Als Mitglied der legendären Kelly Family ist Musik seine eine Passion. Seine andere ist der Sport. Da sind ihm keine Wege zu weit. Zuletzt ist er 1400 Kilometer zu Fuß von der Ostsee bis nach Tschechien gelaufen. Joe Kelly gibt uns die Ehre. Herzlich willkommen. Er gehört zu dem kleinen, feinen Kreis der deutschen Schauspieler, die bereits mit Steven Spielberg zusammengearbeitet haben. Sie kennen ihn aus Bad Banks, Kudamm 56 und Babylon Berlin. Herzlich willkommen, Tristan Pütter. Meine Damen und Herren, der Krieg ist schon für uns unvorstellbar. Aber wie soll man ihn erst Kindern erklären? Diese Frage ist dieses Paar nachgegangen, die Moderatoren der Kindernachrichtensendung Logo, Jennifer Siegler und Tim Schreder. Herzlich willkommen. Er ist Herr über 800 Heidschnucken in der Lüneburger Heide. Warum er seine Schützlinge jetzt blau-gelb angesprüht hat, das verrät er uns gleich. Der Schäfer Steffen Schmidt ist bei uns. Und sie, meine Damen und Herren, ist eine Frau mit wirklich vielen, vielen Facetten. Vielseitig im Beruf, engagiert im Privaten. Die großartige Schauspielerin Eleonore Weisgerber ist bei uns. Herzlich willkommen. Und auch heute wieder Ihr Gastgeber, Hubertus Meyer-Burkhardt. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Und heute Ihr Gastgeber, ausnahmsweise Dr. Johannes Wimmer. Herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, es ist doch immer gut, wenn man einen Notarzt im Haus hat. Denn Barbara hat heute leider nicht den Weg nach Hamburg gefunden. Sie hat Magen-Darm. Und dieser frenetische Applaus, der gleich folgt, sagt nichts anderes. Gute Besserung, Barbara. Und ich freue mich, dass Barbara vertreten wird von Johannes Wimmer, ein Mediziner, ein großartiger Gastgeber von Talkshows. Und er ist in Begleitung gekommen mit Primus. Ja, sag mal hallo. Primus, komm her. Primus, guten Tag. Da ist er. Man sieht ihn auftauchen. Er schlängelt sich hier so durch. Primus, Martin, lieber Johannes, es ist ja, wir alle, die wir Magen-Darm hatten, so wie es die arme Barbara jetzt erwischt hat, ja? Bekämpfen das ja mit Salzstangen oder mit oder mit Coca-Cola. Ist das aus medizinischer Sicht ein guter Weg oder ist die Forschung jetzt weiter gediehen? Ja, die Grundidee ist gar nicht schlecht. Und ich glaube wirklich, also jeden, den du in Deutschland auf der Straße fragst, der sagt, ja, das ist das Mittel to go. Ja. Aber wenn man den flotten Otto, wie man ja auch umgangssprachlich sagt, hat, dann bringt das leider gar nicht so viel. Also wir wollen ja Elektrolyte, schöne, gute Salze, Zucker, Flüssigkeit. Davon hat aber die Cola viel zu viel Zucker. Dann Koffein, das macht es im Zweifelsfall noch viel schlechter. Und das Salz an den Salzstangen, das bringt auch nicht so wahnsinnig viel. Also dann lieber in die Apotheke, so diese kleinen Tütchen oder sowas holen, mit der Elektrolytlösung oder selber anmischen, Liter Wasser, Tasse O-Saft, bisschen Salz dazu, das geht auch schon. Das ist das Schöne, meine Damen und Herren, bei der NDR Talkshow kann man immer etwas lernen. Vielen Dank, lieber Johannes. Wir haben so spannende Gäste, Johannes. Wir müssen uns, glaube ich, jetzt diesen Gästen, wir sollten uns diesen Gästen zuwenden, denn angefangen, meine Damen und Herren, angefangen hat sie ihre Karriere am Theater. Aber den Durchbruch hat sie, ich weiß gar nicht, ob sie das noch so gerne hört, aber den Durchbruch für ein großes Publikum, nicht nur für das intellektuelle Theater, für ein großes Publikum, das kam durch Praxis Bülow-Bogen in den Ende der 80er Jahre. Und bis heute ist sie bewundert und begehrt und gefeiert. Und sie ist da, Eleonore Weisgerber ist da. Herzlich willkommen. Liebe Frau Weisgerber, ich habe eine Beobachtung gemacht und ich bin gespannt, ob Sie diese Beobachtung teilen. Männer definieren sich, wenn sie in der Blüte ihres Lebens stehen, über die Funktion, über Erfolge. Frauen definieren sich mehr über die Person, über Beziehungen. Wenn nun Männer alt werden und die Funktion ist weg, werden sie bedeutungsschwanger und erzählen jedem, wie bedeutend, was sie mal gemacht haben. Während Frauen im Alter eher anarchisch werden.
Ah, ja. Also wir hatten hier vor 1000 Jahren Lotti Huber, Hildegard, also auch die, also ich meine, Sie sind ja noch ein junger Hüpfer im Vergleich, aber Teil ist etwas, liebe Frau Weisgerber, ist etwas Anarchisches in ihm, worüber Sie jetzt mal reden wollen. Ja, aber nicht jetzt erst im Alter, sondern das war eigentlich immer schon so. Ja. Ich wollte immer gegen den Stachel löcken, also ein bisschen was Revolutionäres ist drin. Wie hat sich das geäußert, wo Sie gesagt haben, ich gehe jetzt meinen eigenen Weg. Ich will jetzt mal, ich will jetzt mal was. Naja, das frage ich Sie, meine liebe Frau Weisgerber, das frage ich. Nein, aber gibt es etwas, wo Sie gesagt haben, Mensch, da war ich mutiger, als ich gedacht habe. Da war ich schon ziemlich gut. Gab es sowas? Naja, ich bin so jemand, der eigentlich immer so gegen die allgemeine Meinung. Da finde ich immer was, was mich sehr ärgert. Ja. Ob das jetzt politisch ist oder ob das, zum Beispiel auch, was, wie man sich heute ausdrücken soll oder nicht. Oder, ja. Also es gibt lauter Glatteisstellen, auf die ich mich gerne wage. Frau Weisgerber, wir müssen reden, aber jetzt gucken wir erstmal auf, auf Ihr Leben zurück. Klingt ja so. Also wir gucken auf die letzten Jahrzehnte mal zurück. Und wir haben einen kleinen Film vorbereitet. Bisschen. Ja. Mhm. Augen und Ohren auf. Und auch am 23.03. im Ersten läuft Auf dem Grund. Sie spielen, liebe Frau Weisgerber, da eine Frau, eine 70 Jahre alte Frau, die ein Geheimnis hütet. Und dadurch, dass sie das Geheimnis hütet, zerstört sie sich selbst und die Familie. Was hat sie in der Rolle gereizt? Ich habe mich so gefreut, als ich dieses Drehbuch bekommen habe. Ja. Weil das ein Thema ist, was man gar nicht oft genug besprechen kann. Wie wichtig es ist, in der Familie bei der Wahrheit zu bleiben. Nicht nur bei der Familie, ja, sondern generell sollte, ja, man das ja auch. Aber da sind ja, also auf jeden Fall, irgendwann hat mal ein Psychotherapeut, mit dem ich gesprochen habe, der war Familientherapeut, hat gesagt, wenn wir nicht wissen, was in einer Familie, wo da was schiefläuft, müssen wir nur die kleinsten Kinder fragen. Ja. Die spüren alles, die wissen alles. Und das Wesentliche ist, dass wenn jetzt die Erwachsenen so tun, als ob alles in Ordnung, ja, sei, dann fangen die Kinder an, an ihrer Wahrnehmung zu zweifeln, ja, und vertrauen sich irgendwann selber nicht mehr. Und das ist, das löst Katastrophen aus. Wenn man immer denkt, ich glaube, da ist noch irgendwas, aber ich weiß nicht sicher. Ja. Und in dem Fall ist es dann auch, das zeigt dieser Film, dass wenn dann das Geheimnis gelüftet ist, dass es dann auch wieder eine Möglichkeit zur Versöhnung gibt und zur Klärung. Und deswegen finde ich, wir müssen reden, also gerade in der Familie. Und wir haben einen Ausschnitt, Sie haben netterweise einen Ausschnitt mitgebracht aus dem Film Auf dem Grund. Denn in dem Moment, also in der Sequenz, ist noch nichts in Ordnung. Wir schauen uns auch das mal an. Bitteschön. Ja. Sie selbst, liebe Frau Weisgerber, sind Mutter zweier Kinder. Und ich weiß, ich habe als Kind eine Scheidung erlebt und ich habe als Erwachsener eine Scheidung erlebt. Und die große Herausforderung ist immer, wie sagt man Kindern, dass es einen Konflikt gibt? Sie selber haben auch eine Trennung hinter sich. Wie haben Sie das mit Ihren Kindern verhandelt? Genau so. Ja. Dass man sagt, es gab Schwierigkeiten. Ja. Die wurden auch größer. Und wir haben jetzt das Gefühl, dass es besser ist, wir bringen da mal einen Abstand dazwischen. Ja. Und das kennt ihr doch auch als Kinder. Ja. Ihr kloppt euch und ihr streitet euch und ihr hasst irgendjemanden. Und dann ist es besser, erstmal ein bisschen Abstand zu haben. Und eigentlich kann man das Kindern sehr gut erklären, weil die ja die gleichen Gefühle schon haben. Wenn man keine Angst vor Konflikten hat, man muss auch dann mal durch den Sturm. Und dabei anständig bleiben. Ja, und man muss einfach dran glauben, dass das die einzige Möglichkeit ist. Ja. Wenn man also an der Wahrheit bleibt, hat man ja viel größere Chancen, durchzustoßen. Absolut. Michael, du bist Vater einer Tochter. Beobachte ich das richtig, dass man dann oft die größten Schwierigkeiten mit der Wahrheit hat oder mit der Ehrlichkeit hat, wenn einem Menschen besonders nah sind? Was ja eine Tochter einem ist. Ja, jein. Also wir stehen sehr auf Wahrheit auch. Also wir sind da auch. Und meine Tochter ist auch, die ist sehr ehrlich. Ja. Also
Die hat schon auch mal Aussetzer, aber die hat sich dann für so 2, 3 Aussetzer dann entschuldigt, ohne dass wir es vorher gewusst haben. Ah. Und die hat die Luft geklärt, obwohl sie gar nicht in Spannung war. Aber sie wollte für sich es klären, weil das hat in ihr gearbeitet. Zum Beispiel irgendwann hat sie mal irgendwas geguckt, was sie hätte nicht dürfen. Ja. Und das hat sie Wochen später erzählt. Und sie hat sich danach richtig gut gefühlt. Ja. Und das, wir waren so, boah, ist das schön. Also, weil irgendwie wurde ihr da was weggenommen. Ja. Aber sie wurde aktiv. Also das, und es ist ganz richtig, man muss als Eltern immer ganz am besten die Wahrheit sagen, weil die spüren jede Nuance. Also das, Joey, waren deine Eltern immer ehrlich zu dir? Ihr seid ja eine besondere Familie. Ja. Also ich hab erst mit 13 von meinem Cousin ausgeklärt worden, dass ich halt quasi meine älteren 4 Geschwister nicht von meiner Mutter kam. Ja. Und meine Schwester Patricia hat es mit 25 erst erfahren. Nein. Doch. Und das, hast du aber vorher gespürt, dass da irgendwas falsch war? Nein. Nein, aber ich habe mich immer gewundert, warum die etwas anders aussehen. Ah, also aber doch, alle blond. Also doch irgendwie gemerkt, da ist irgendwas. Ja. Es ist ja eine riesengroße Familie. Also wenn wir heute von Familien sprechen, ein Kind, 2 Kinder, die Kinder lauschen, glaube ich, viel mehr heute auf ihre Eltern. Wir sind jetzt auch durch Corona viel mehr zusammen gewesen. Ich stelle mir das bei euch so vor, viele Kinder, viel buntes Treiben. Aber dann, wenn einem so ein Geheimnis erzählt wird, ist das nicht schwer, das dann für sich zu behalten? Also wenn die anderen Kinder das noch nicht wissen? Also ich habe meine Schwester Patricia 10 Jahre nicht erzählt. Also ich war nicht derjenige, der quasi, als sie 25 war, weil sie ist ja nur 2 Jahre älter wie ich, das ausgeklärt. Also das war wirklich so, da über den Thema redet man nicht. Ich habe meinen Vater auch nie gefragt und das war ein Thema halt quasi, die irgendwie zu Hause nicht existiert hat. Ja, ja. Da ist die Eleonore Weisgerber ein großes Vorbild, weil sie hat sich mit Zivilcourage von ihrem Mann getrennt, Joachim Bliese, auch ein bedeutender Schauspieler, ist dann nach Paris gegangen, nach Frankreich gegangen, um dort auch zu arbeiten. Immerhin mit Chabrol, mit Claude Chabrol. Also das ist ja nicht irgendetwas. Wie haben denn die Kinder darauf reagiert? Erst die Trennung und dann auch nach Paris. Ja, meine Tochter war schon auf einem französischen Gymnasium und mein Sohn war 10. Das ist ein gutes Alter, um fremde Sprachen zu lernen. Und ich hatte Anfang 20 schon mal die Chance, nach Frankreich zu gehen, beruflich. Und habe mich damals nicht getraut, weil ich mein erstes Theaterengagement unterschrieben hatte. Ja. Und dachte, oh Gott, wenn ich jetzt da ausbreche, dann kriege ich nie mehr ein Engagement. Und wenn das schief geht in Frankreich und so weiter. Und ich habe es aber ewig bereut, dass ich mich nicht getraut habe, wenigstens den Intendanten mal zu fragen, ob er mich aus dem Vertrag lässt. Und dann habe ich zu den Kindern gesagt, so, pass mal auf, Kinder, ich habe jetzt noch mal die Chance, nach Paris zu gehen. Und macht ihr bitte mit. Lasst es uns einfach probieren. Ja. Und ich verspreche euch, wenn ihr euch nicht einlebt, dann gehen wir auch wieder zurück. Und diese blöden Kinder wollten zurück. Ja. Nach 2,5 Jahren haben die gesagt, wir können uns hier nicht irgendwie einleben. Und ich weiß gar nicht mehr, wie es in Berlin ist. Und jetzt hat Johannes, der Sohn hieß auch Johannes, wie du. Ach, ich soll mich nicht angesprochen fühlen. Kinder beobachten ja nicht nur feinfühlig, wenn in der Familie was nicht stimmt, sondern Kinder beobachten ja feinfühlig auch eine neue Stadt und ein neues Land, eine neue Mentalität. Was hat denn Johannes, also ihr Johannes? Also Johannes, ganz klar, der wollte keine Ganztagsschule. Hier gab es ja noch keine. Aber wie hat er Frankreich? Hat er was empfunden? Und er sagt, Mami, also das ist hier das ja völlig anders. Ach so. Ja. Nein. Nee. Ich glaube, das habe ich irgendwann mal erzählt. Das war witzig, als wir ich in Paris Auto gefahren bin und der 10-jährige Knabe saß da hinten drin und sagte, Mama, weißt du, was komisch ist? Hier fahren alle Leute so Auto wie du. Also chaotisch. Ja. Ja. Hier, die Hand raus, dann wird da schon hinten jemand halten, dann fährt man eben dann da rum. Aber ich habe schon auch immer einen Rückspiegel gesehen. Ja, und die Franzosen, die ich so kenne, die Autos haben alle Autos, die aussehen wie ein einziger riesiger Aschenbecher. Die brauchen gar keinen Aschenbecher, weil das ganze Auto ist ein riesiger. Was kennen Sie für Leute? Ach, herrlich. Aber wir wollen ja auch, französische Männer waren auch, glaube ich, besser. Ne? Also das ist, höre ich von allen deutschen Frauen, die in Frankreich waren, sagen, die waren spielerischer, die hatten mehr Savoir-vivre, die waren elegant gekleidet. Sehen Sie das auch so? Ich möchte jetzt nicht in Details gehen. Doch, bitteschön. Deswegen sind Sie hier. Aber was einfach auffallend ist, ich war jetzt kürzlich mit einer Freundin
die auch nicht mehr jung ist, in Paris. Und die war das erste Mal in Paris. Ja. Und die war einfach hin und weg, weil sie sagt, die Leute gucken sich alle an. Ja. Die gucken sich an und man begegnet sich und dann kommt irgendwie ein Lächeln oder auch mal ein witziger Satz und man kann was zurückwerfen und so. Und ich gehe 3 Jahre durch Berlin. Und man und zwar so. Ja. Ich gehe durch Berlin. Ja. Keiner guckt. Man kommt so jemandem entgegen, der guckt so freundlich wie Sie gerade. Und wenn er ungefähr auf 2 Meter, 1,5 Meter weg ja. oder Augen senken. Es ist mir ein Rätsel. Ja. Ja, ja. Wenn er nicht vorher schon auf sein Smartphone guckt. So. Aber ich habe ja mal die Beobachtung gemacht, da wo Wein wächst, ja, und Frankreich, da sind die Leute etwas, vielleicht weil sie schon mittags beschwipst sind, aber sie sind etwas geneigter. Ja. Der Pütter kommt da zum Beispiel aus Rheinhessen. Ich war neulich bei Frank. Schon da, der erste Weinberg, die Leute lächeln. Deswegen bin ich immer so gut gelaunt. Ja. Verstehe. Es liegt im Blut quasi. Jetzt hat, natürlich haben die Kinder einiges erlebt. Ja, eine Trennung. Frankreich, dann wieder zurück. Das ist ja für Kinder auch viel. Und ich glaube, Ihr Wunsch war deshalb da auch nachvollziehbar, wenn es denn der Wunsch war, mal ein Familienhaus zu finden, wo sich alle treffen. Ist Ihnen das gelungen mittlerweile? Ja. Es war so eigentlich so ein Anti-Vereinsamungsprogramm. Oh. Weil man ja weiß, so als Frau, dass dann die Rollen, also als Schauspielerin, ja. dass dann die Rollen ein bisschen weniger werden. Und dann dachte ich, ich müsste irgendwo mal einen Ort finden, wo Kinder, Enkel, Freunde, alle zusammenkommen und wo ein Platz ist, an dem ohne dass man sich irgendwas vornimmt, Gespräche entstehen, ja. ein Austausch ein offenes entstehen. Haus. Ein offenes Haus. Ja. Und auch zwischen den Generationen, also ja. Freunde, die mein Alter haben, die wieder mit Freunden meiner Kinder sprechen. Und dann entsteht, was weiß ich, wenn die Kleinen irgendwie abends im Bett sind und man noch ein Glas Wein trinkt, entstehen Gespräche, an die man gar nicht gedacht hat. Ja. Über Kultur, über Psychologie, über... Plötzlich erzählt jemand sein Leben und andere sagen, ja. Mensch, genau, dir ist es auch so gegangen. Also es ist so eine Offenheit. Und ja, und dann war immer mein Traum, das hatte, glaube ich, mit so alten Romanen zu tun, die Ostsee. Nein. Also die Kiefern und Buchenwälder und Strand und alle Jahreszeiten ja. und sowas. Und dann habe ich tatsächlich einen Ort gefunden an der Ostsee und dachte, oh Gott, wenn ich jetzt da so als Westtante ankomme. Ja, Schauspielerin. Ja, auch noch Schauspielerin. Bekannte Schauspielerin. Ganz schlimmer kann es ja gar nicht kommen. Ja. Naja, das wird nicht einfach in der ersten Zeit. Und das war so eine positive Überraschung. Ich habe ganz tolle Nachbarn. Auf Usedom, ja, darf man sagen. Ja, aber guckt denn der... Hilfsbereit und ich habe auch schon einen super Freundeskreis. Und ach, herrlich. Es ging, also ich bin ja. so glücklich, dass das geklappt hat. Aber ja. jetzt kommt die entscheidende Frage. Der Berliner guckt nicht, der Franzose guckt, guckt der Usedomer, wenn sie ihm auf der Straße begegnen. Ist ein bisschen schwer, denn wenn man auf Usedom ist, windig. Das ist ja sehr beliebt. Ja. Also man weiß manchmal halt nicht, wer da wirklich ansässig ist oder ach wer so, ja. Tourist ist. Ja. Also auf jeden Fall, die Menschen, die ich kenne, gucken freundlich. Ja. Aber dann sind Sie ja schon gut angekommen, wenn Sie schon unterscheiden zwischen, wer ist da stimmt. ansässig und wer ist Tourist. Dann ist man ja schon etabliert. Naja, also. Kann ich ja eben nicht. Ich kenne die Leute, leider, aber die wenn ich kenne. Sie sich selber so sehen, genau. Ich hätte mal eine Frage, so ein schönes Haus und da kommen alle zusammen, das klingt so schön romantisch, aber kommen die denn auch wirklich dahin? Usedom ist ja auch jetzt nicht ums Eck, also da fahre ich ja nicht mal so eben so durch. Naja, man kann mit dem Zug fahren. Also das ist eine Viertelstunde zu Fuß zum Bahnhof. Ja. Und man kann auch mit dem Auto kommen. Also man logistisch, kann sogar mit dem Schiff kommen. Guck mal, logistisch gelöst, Johannes. Jetzt haben wir noch zum Schluss unseres ja amüsanten Gesprächs, ich könnte mit Ihnen noch ewig sprechen, haben wir noch ein kleines Schmankerl. Und zwar für unsere Zuschauer. Sie haben nämlich mit jemandem hier aus der Runde schon mal gedreht. Und, guck jetzt nicht hin. Doch, es ist ein cineastisches Meisterstück. Wir gucken uns da mal an. Es war nämlich mit Tristan Pütter ein Berliner Tatort. Bitteschön. Nee. Ist wirklich sehr lecker, aber es reicht. Nein, kann wirklich nicht mehr. Darf ich? Danke. Danke, mein Großer.
Ja, toll. Frau Weisgerber, eine Frage sei zum Schluss gestellt. Es fällt auf, in beiden Ausschnitten haben sich die Regisseure immer dahingehend verabredet, dass sie immer Kuchen essen müssen. Weil das war im... Steht im Vertrag wahrscheinlich. Es steht im Vertrag, dass sie mit der Konditorin... Ja, sie haben im ersten Ausschnitt haben sie gute Laune. Kuchen. Und Schauspieler, die gute Laune haben, sind ja schon mal Arbeitswege. Und die essen Kuchen. Naja, ich. Ja, ich. Ich. Elnore Weisgerber, vielen Dank, dass Sie bei uns in der Runde sind. Ja, es gibt ein weltweites Engagement für die Menschen in der Ukraine. Und dabei sind der Kreativität ja keine Grenzen gesetzt, wie unser nächster Gast unter Beweis gestellt hat. Er ist Schäfer in der Lüneburger Heide und kümmert sich um ungefähr 800 Tiere. Was für eine tolle Aktion er sich ausgedacht hat, das erzählt er uns jetzt. Steffen Schmidt ist bei uns. Ja, herzlich willkommen. Ich sage mal von Schäfer zu Schäfer. Ja. Ich habe ja nur einen Hund, also mir fehlt noch die Herde. Aber duzen sich die Schäfer untereinander oder gibt es so eine Anrede, wie man sich anspricht? Ja, man sagt grundsätzlich du. Ja. Dazu kommt noch, dass in der Heide ohnehin jeder geduzt wird. Also, ja, das ist, wenn man mal jemanden trifft, freut man sich ja. Im Gegensatz zu Usedom kann man in der Heide ja auch wirklich sehr lange, sehr alleine rumlaufen. Naja, das ist sehr pauschal gesagt. Also jetzt im Moment vielleicht schon, wobei jetzt beginnt ja das Frühjahr, die Sonne lässt sich blicken. Wir sind aber noch vor der Saison sozusagen, die dann im April beginnt, also um Ostern rum, bis in den Oktober rein. Dann gibt es mehr Menschen als Heidschnucken in der Heide. Ist das für einen Schäfer ein Problem? Nein, also für mich auf keinen Fall. Es gehört für mich dazu. Wir können das auch ganz gut nutzen. Das kann ich ja vielleicht gleich ein bisschen ausführen. Allerdings muss man schon sagen, dass Schäfer an sich eher in sich gekehrte Menschen sind, die eher Ruhe und Abgeschiedenheit suchen als die Öffentlichkeit. Das bringt der Beruf so ein bisschen mit sich, sozusagen. Naja, eben nicht zwingend. Also ich bin ja auch Schäfer und verstecke mich jetzt nicht. Im Gegenteil, versuche eben mit den Tieren auch in die Öffentlichkeit zu gehen, die Heidschnucken den Menschen zugänglich zu machen und natürlich dann auch für bestimmte Aktionen zu nutzen. So, und diese Aktion, das müssen wir uns mal hier parallel anschauen. Da sehen wir Sie in voller Montur mit Schäferstabstock, wie sagt man, und Hut. Aber das ist viel wichtiger. Da werden die Schäfchen in einer Farbwahl besprüht. Die kennen wir gut momentan. Wie kam es dazu? Genau. Wir haben also in Schneverdingen eine Hilfsinitiative, eine Hilfsaktion, die für die Partnerstadt in Polen, Barlinek, gestartet wurde, weil dort viele Geflüchtete hingekommen sind, die aus der Ukraine untergebracht, versorgt werden müssen, ganz allgemein. Und wir haben davon gehört und haben spontan entschieden, dass wir uns was überlegen wollen, mitzuhelfen, also Spendengeld einzusammeln. Und weil unser Mittel ja die Heidschnucken sind, etwas auszudrücken, haben wir diesen Weg gewählt, weil Fahne schwenken ist jetzt schwierig mit den Schnucken. Und deswegen haben wir die Tiere mit völlig harmlosen Tierkennzeichnungsspray, das also auch sonst bei den Tieren angewendet werden darf, gestaltet und damit Leute veranlasst, zu uns zu kommen. Wir haben völlig unüblich Kaffeekuchen verkauft, weil normalerweise verkaufen wir ja Heidschnuckenprodukte. Da hatte ich jetzt gerade nichts da, weil eben noch keine Saison. Und dann sind da viele Leute gekommen und dann haben wir das... Kuchen, ne? Ja. Ja, Kuchen, das ist die Flagge der Ukraine. Ja, genau, also für alle, die es einmal sagen. Für Torte gebe ich alles. Zu besonderen Anlässen, und die kann man sich ja oft auch raussuchen, gibt es Torte. Am liebsten Käsesahne. Und das, ja, also das ist wirklich, das ist das Thema der Sendung. Man merkt das schon so ein bisschen. So eine Heidschnucke wird aber auch geschoren. Das heißt, aus der Wolle wird ja theoretisch auch was produziert. Genau. Ist das denn jetzt dann ein gelb-blauer Pulli in der ukrainischen Nationalfarbe? Oder wird das, wenn man es mischt, grün? Oder wäscht sich das wieder raus? Oder wie muss ich also diese Farbe selbst, die wäscht sich tatsächlich schnell raus, relativ schnell raus. Also die ist jetzt schon sehr verblasst. Die ist dann relativ schnell weg. Aber das ist ja schon wieder eine gute Idee, die jetzt da aufkommt. Wir müssen ja weiter gucken, dass wir Geld einsammeln können, Spendengelder einsammeln können. Mal gucken, was uns da als nächstes als kreative Idee einfällt. Die Heidschnuckenwolle sucht noch so ein bisschen nach ihrer Verwendung. Die ist leider relativ grob. Also die ist eine Mischwolle. Die hat eine feine Unterwolle, eine grobe Oberwolle.
Und die muss man trennen, sonst kratzt das ganz arg, wenn man also Wollbekleidung tragen möchte. Aber wir sind da gerade dran, ein Netzwerk zu bilden, Interessierte zu finden, um der Heidschnuckenwolle wieder eine Bedeutung zu geben. Also jeder, der irgendwas mit Gestaltung, Design, Textil, Verarbeitung ist herzlich willkommen. Zu tun hat, der möge sich bitte bei uns melden. Ja, unbedingt. Wir wollen da, also ich habe jetzt die Weste, die ich heute trage, die ist aus Harris Tweed. Und die Idee ist tatsächlich, dass wir Heide-Tweed kreieren, schaffen, sprich einen Tweedstoff aus Heidschnuckenwolle. Aber da stecken wir noch ganz in den Kinderschuhen, da brauchen wir wirklich fachkundige Unterstützung. Die Wolle haben wir schon mal, ich schere die Schnucken auch selbst und achte darauf, dass das meine Frau sortiert die Wolle dann. Ist leider so eine klassische Rollenverteilung, aber ich konnte sie noch nicht dazu bewegen, mit zu scheren. Aber wir haben helfen dazu eine Scharfschererin. Also die Geschlechterrolle ist bei uns ganz gut ausgeglichen sozusagen. Also wir scheren die selbst und achten darauf, dass die Wolle zu einer guten Zeit geschoren wird, dass die sauber ist. Und jetzt der nächste Schritt wird dann sein, dass wir also die Verarbeitung dann angehen. Also das klingt so unglaublich romantisch. Ich glaube, wir müssen noch mal reinschauen in die Bilder, wie auch so ihr Alltag aussieht. Weil, also ich bin ja, manchmal bin ich ein bisschen romantisch verklärt, aber ich stelle mir das ja wirklich traumhaft schön vor. Jetzt sehen wir hier Bilder. Sagen Sie doch mal, was sehen wir denn da? Die kommen in so einer stehenden Welle da an, die Heidschnucken. Das sind genau, ja auch nicht also nur drei, hier, vier. Hier schreitet der Schäfer so geduldig vor der Herde her. Das bin tatsächlich ich. Das ist so der Alltag, den man von einem Schäfer erwartet. Also man zieht mit der Herde in die Heide. Die fressen dann 7-8 Stunden in der Heide, bis sie dann satt sind und wieder zurück in den Stall kommen. Es ist eine Besonderheit in der Heide, dass die Tiere tagsüber draußen gehütet werden und nachts immer von den Flächen runterkommen, am besten in einen Stall, weil ganz wichtig ist der Nährstoffentzug. Wir beweiden also die Heide nicht um der Beweidung willen, sondern es geht darum, dass die Tiere in der Heide Biomasse aufnehmen, also die fressen Heidekraut, Gräser, Kiefern, Birken, die dort eben nicht wachsen sollen. Das fressen die und dann tragen die das in den Stall und der ganze Mist bleibt im Stall. Wenn der ganze Mist, sozusagen der Dung, draußen bleiben würde, würde die Heide gedüngt werden und dann würde sie verschwinden. Die Heide muss ganz nährstoffarm gehalten werden. Sandboden eben, der eben nicht gedüngt werden darf. Und deswegen fressen die Tiere diese Biomasse und tragen sie dann abends in den Stall zurück. So, und da muss man nämlich mal sagen, mir hat ein Pfälzer mal ganz disrespektierlich gesagt, ich kann mit eurer Mondlandschaft nichts anfangen. Das ist ja eine wirklich ganz besondere Flora und Fauna, also die im Gleichgewicht zu halten, das ist tatsächlich auch ihr Job, nicht sich nur um die Heidschnucken zu kümmern. Genau, genau. Die Heide ist eine Kulturlandschaft, also sie ist vom Menschen geschaffen und muss quasi auch aktiv erhalten werden. Ja, also vor vielen Jahrhunderten hat man den Wald, den bestehenden, abgeholzt, weil man Holz brauchte. Es gibt ja viele Salzvorkommen im Gebiet der Lüneburger Heide. Dieses Salz wurde ausgewaschen, dann wurde das Wasser abgekocht, brauchte man viel Holz, um das Salz wieder zu gewinnen. Das hat ja so den Wohlstand so ein bisschen begründet. Und dann die Heidepflanze siedelt sich schnell auf kargen Sandflächen an. So. Und dann war die Heide da und dann musste man gucken, was macht man jetzt damit. Es gab ja nicht viele Möglichkeiten, das jetzt irgendwie schon so anders zu gestalten. Und dann hat man eben angefangen, Heidschnucken zu züchten und zu halten. Die hatten Fleisch, es gab Wolle, hat man ja zu den Zeiten alles gebraucht. Ja, damals war auch das Kratzende noch nicht so ein Thema. Da hat man sich über Wolle gefreut. Nein, da hat man ja genommen, was es gab. Das ist welches? Nein, es ist tatsächlich, also man hat von Hand, man kann von Hand diese feinen Fasern von den groben Fasern trennen. Das zieht man auseinander. Und das wurde tatsächlich, es gab ja noch kein Fernsehen, das hat man tatsächlich dann abends, wenn man fertig war mit der Arbeit draußen, hat man diese Wolle aufbereitet, dann gekämmt, versponnen und Kleidung daraus hergestellt. Ja, aber ich meine, diese Sendung wird doch von Abermillionen Menschen geguckt. Wir können Ihnen doch allen so ein Säckchen Wolle zum Trend schicken. Ich sehe das nicht anders. Aber eine Frage, die mich die ganze Zeit beschäftigt, entwickelt man eigentlich zu einem bestimmten Schaf eine besondere Beziehung? Haben Sie ein Lieblingsschaf? Ich müsste jetzt ja sagen, oder? Nein, ich habe tatsächlich kein Lieblingsschaf, ich habe ein paar Lieblingsziegen. Oh, wir führen nämlich... Moment, wir haben gerade noch von Heidschnucken gesprochen. Verstecken sich da etwa ein paar Ziegen? Ja, genau. Es werden aus landschaftspflegerischen Gründen Ziegen mitgeführt, weil die sehr gern Bäume fressen, junge Bäume.
Also wenn ich jetzt sagen würde, das ist wie meine Mutter, die sagt, es wird nicht nur der Rasen gemäht, er wird auch vertikutiert. Also wir brauchen verschiedene Mechaniken und das ist quasi Heidschnucke und Ziege. Genau, es gibt ja verschiedene Ebenen okay. sozusagen und dann die Schnucken sind eher unten und die Ziegen so auf halber Höhe dann. Ne? Also alles, was so Bäume sind, das fressen das. Aber sie schicken die nicht in Etappen durch, die und machen diese, das einfach gemischt. Und diese Ziegen sind immer besondere Charaktere. Und die sind bunt. Das unterscheidet sie grundsätzlich von den Heidschnucken. Die Heidschnucken sind ja in vielen Schattierungen grau, grau bis schwarz eben. Und die Ziegen sind bunt. Sie haben eben gesagt, das bringt Wolle. Und geben die auch Milch? Naja, natürlich. Kann man das auch trinken haben, oder gibt es nur Schafskäse? Ja, genau. Naja, kann man Schafsmilch trinken? Natürlich. Also Schafmilch gehört zu den sehr hochwertigen Milcharten sozusagen. Und der Käse, den man daraus herstellen kann, ist natürlich umso besser. Wenn Sie in Frankreich gelebt haben, sind Sie doch mit Käse vertraut. Ja, also, wenn, Schafskäse. Man fragt sich, wo die ganzen Schafe sein sollen, wenn man da in der Galerie de Lafayette in Paris, und da ist ja alles nur Schafskäse. Jetzt frage ich mich aber also wenn ich durch die Heide gehe, und ich mag die Heide wirklich gern, und so, meine Mutter ist früher mit uns Kindern da immer hingefahren, auch zum Spazieren. Wir sind eine von den Familien, die dann da rausgefahren sind. Und dieser Heideduft, der ist einfach ganz besonders. Sie stehen aber gar nicht so sehr auf den Heideduft, sondern Sie sagen, Ihre Heidschnucken riechen besonders gut. Ich weiß nicht, ob Sie zu Hause schon mal an einer Heidschnuckenherde vorbeigegangen sind. Das ist jetzt ein besonderes Erlebnis für mich, wenn ich so eine Heidschnucke vor mir stehe. Es riecht streng. Sprechen wir es aus. Es riecht streng. Der Engländer würde sagen brisk. Brisk. Also den Heideduft liebe ich sehr. Den gibt es ja allerdings nur zur Heideblüte im August. Also so von Anfang August bis Anfang September. Und dieser Geruch, der Duft, den habe ich zum ersten Mal als Kind wahrgenommen. Wir hatten in der entfernten Verwandtschaft einen Schäfer am Harz. Und dieser Geruch im Stall, das ist kein Gestank, das riecht auch nicht streng für mich. Dieser Geruch im Stall, das ist mir hängen geblieben. Hubertus, du hast mal eine Sendung gemacht. Ich habe mal mit Ralf Morgenstern, dem Schauspieler, mit Ralf Morgenstern für eine WDR-Produktion eine Schafsherde durch das Sauerland getrieben. Und danach waren meine Geruchsnerven am Ende. Genau. War das eine Wette? Die habe ich verloren. Ich erinnere mich gut. Und die Schäferwelt ist klein. Mike Randolph, bei dem Sie waren, das ist ein Freund von mir. Also den kenne ich sehr gut. Ja, genau. Aber riecht ich erinnere mich, dass Sie ein wenig angewidert geguckt haben. Nein, angewidert ist vielleicht das falsche Wort. Aber es war eine Befremdlichkeit in meiner Mimik, weil ich dachte, sowas habe ich noch nie gerochen. Naja, nee, deswegen bin ich Schäfer, weil ich das mag, und Sie sind kein Schäfer. Ja. Naja, manche Dinge gehen ja mit dem Beruf einher. Und ich bin ja katholisch erzogen worden hier im heidnischen Norden in der Diaspora. Wir sind ja eine verfolgte Minderheit, so sehen sich die Katholiken hier. Aber und der liebe Papst Franziskus hat ja gesagt, ein guter Schäfer muss auch ein bisschen nach Schafen riechen. Ja, ich hoffe, also heute habe ich mir Mühe gegeben, dass das nicht so ganz. Ich habe extra ein neues Hemd gekauft, dass der Geruch nicht so. Aber Sie sind schon mit der Erde, Sie sind ja mit den wirklich mit den Viechern viel zusammen, ne? Ja, natürlich. Und man muss auch mal wirklich engen Kontakt mit denen pflegen. Wenn beim Scheren zum Beispiel, dann hat man ja das Schaf mehr oder weniger in den Armen. Oder wenn die Klauen geschnitten werden oder wenn man Geburtshilfe leistet in der Lammzeit, dann ist man da ja so mittendrin und voll dran und so. Und natürlich, weil es ja Tagesgeschäft ist, riecht man wahrscheinlich dann auch so ein bisschen nach Schaf. Ja, ist ja was Gutes. Aber jetzt kommt ja das Enorme. Sie umarmen dieses Schaf, während Sie es scheren. Es guckt Ihnen ganz verliebt mit einem leicht gleichgültigen Blick in die Augen. Und wie, Sie sind ja auch Landwirt, so gesehen. Also Sie sind der Nahrstoff- oder Lebensmittelerzeuger. Wie entscheiden Sie sich denn jetzt für welche arme Heidschnucke, die dann als Braten, Wurst oder Schinken endet? Ist das die sich am dusseligsten angestellt hat? Also kommt da so eine leichte christliche Bestrafungskomponente durch? Oder ist das einfach ähnlich? Das hast du jetzt davon. Also es ist tatsächlich ein bisschen so. Also ich sag mal, ein gutes Schaf verhält sich unauffällig im Herdenverband. Also das könnte man auf die deutsche Gesellschaft teilen übertragen. Ein gutes Schaf läuft eben brav in der Herde mit. Und jedes Schaf, das Charakter zeigt. Charakter zeigt, denn wir so, ist dann erste Wahl. Ich hatte im letzten Jahr ein Erlebnis bei uns, wie ich schon sagte, öffnen uns ja für die Leute. Man kann bei uns den sogenannten Tag mit dem Schäfer buchen. Das heißt, man kann einen ganzen Tag zum Hüten mitkommen.
Das wollte ich ganz normale Hitze-Programm. Jetzt haben Sie die Überraschung verraten. Ich also so ähnlich wie er das bei Mike Randolph gemacht hat, kann man das bei uns machen. Und es kam, muss ich einmal kurz fragen, wo, also weil es wird Leute geben, die wollen das unbedingt machen. Wo finde ich sie? Ist das jetzt, das ist ja nicht natürlich. Tinder. Also der Ort heißt Schneeverdingen und die Schäferei heißt Hüpenschäferei. Und das, mein Name ist Steffen Schmidt, findet man ganz einfach. Wir haben eine Touristikinformation in Schneeverdingen. Anrufen, sagen, geht los. Wir nehmen bis zu 10 Leute am Tag mit. Es gibt ein Lunchpaket, ein regionales Lunchpaket. Also was will man mehr? Und Schaf, nee, Heidschnucken und leihweise einen Stock, einen echten Schäferstock. Für das echte Erlebnis. Ich sage Ihnen, Sie werden sich nicht retten können. So, jetzt zurück zur Wurst. Vermutlich. So, also diese junge Frau ging mit und war sehr still den ganzen Tag. Ne? Und irgendwann kam genau diese Frage. Wie entscheiden Sie, welches Schaf, welche Heidschnucke als nächstes in die Wurst kommt, in die Pfanne kommt, wie auch immer? Und dann habe ich ihr erklärt, zuerst die eben auffällig sind, so, die aus der Reihe tanzen. Und da war sie ganz entsetzt und dann hat sie gesagt, ich nehme die alle, ich komme nächste Woche, ich nehme die alle, immer rufen Sie mich an, wenn hier irgendeins aus der Reihe tanzt, ich nehme die alle. Dann war ich hilflos, weil das natürlich mein Geschäftskonzept etwas durcheinander wirft. Also wir wollen ja gern auch Fleisch vermarkten und Wurst vermarkten und wir geben uns viel Mühe, dass die Tiere gut gehalten werden und es ist wirklich sehr hochwertiges Fleisch. Und die kam noch mal wieder. So, und jetzt, wir arbeiten ja mit einem Kutschenbetrieb in Schneeverding zusammen, die also Leute auf die Kutsche laden und zu uns kommen, zum Schnucken gucken und mit dem Schäfer sprechen. Schnucken gucken. Und dann kam die junge Frau noch mal. Die sieht das jetzt bestimmt, sie kann gerne noch mal kommen. Die kann ja buchen, die bucht und dann durch. Kam sie noch mal und mir rutschte sofort das Herz in die Hose, als sie da von der Kutsche stieg, weil ich dachte, oh nein, jetzt kommt sie wieder und sagt, was ist jetzt mit den Schnucken, die da aus der Reihe tanzen? Aber in dem Fall war sie ganz brav und hat zugehört, was ich da erzählt habe. Und nicht nochmal. Und lustigerweise kam irgendwann später nochmal ihr Mann an unseren Grillstand. Aha. Wir verkaufen sonntags Heidschnuckenbratwurst und gegrilltes Heidschnuckenfleisch und so. Kam der Mann an den Grillstand und sagte zu mir, Meine Frau hat sie empfohlen. Ich sage, ja, schön, sagen viele, ne? Also wir werden halt oft empfohlen. Kann man sich ja auch nicht empfehlen. Wie war das mit dem Schäferstündchen? Da kommt's her. Also jedenfalls war das der Mann zu der Frau und der hat dann Wurst gekauft und ich weiß aber nicht, ob sie was davon gegessen hat. Keine Ahnung. Ja. Das Schäferstündchen. Was wollen Sie denn wissen dazu? Nee, also eigentlich, ich muss einmal nur, also die Zeit rennt ja immer, das ist so schrecklich. Jetzt muss man sagen, Sie sind ja nicht als kleiner Junge mit dem Wunsch groß geworden und haben dann gesagt, ich werde Schäfer und mach das, sondern Sie haben ja noch einen kleinen Umweg eingebaut. Sie waren zwischendurch Ergotherapeut und haben dann gesagt, ich werde Schäfer. Naja, ich habe ein paar Kurven geschlagen. Ne? Also als kleiner Junge traf das tatsächlich zu, das Erlebnis im Stall, der Duft, was wir eingangs erwähnt haben. So, dann habe ich das eine ganze lange Zeit verdrängt, weil auch meine unmittelbare Familie damit nichts zu tun hatte und ich mich nicht getraut habe, diesen Wunsch irgendwie zu äußern. Ne? Und dann war es bei der Bundeswehr im Rettungsdienst, dann beim Roten Kreuz im Rettungsdienst, dann habe ich Ergotherapie gelernt. Und immer von den Heidschnucken geträumt. Und ich bin aber immer wieder auf Tiere gestoßen. Also auch im Rahmen der Ergotherapie habe ich dann in so einem Integrationsbetrieb gearbeitet. Da gab es eine Schafherde, landwirtschaftlicher Integrationsbetrieb. Da gab es 200 Schafe und ich habe dann irgendwann gemerkt, die Schafe sind mir näher als die Menschen in dem Fall, in dem Vergleich. Und dann kam noch eine persönliche Krise dazu und dann war für mich der Punkt zu sagen, so jetzt oder nie. Und dann habe ich beschlossen, Schäfer zu werden, hatten mir 100 Schafe gekauft und dann ging das los. Was kostet das, 100 Schafe? Mal so ein Gefühl. Die haben damals 7.500 Euro gekostet. Alle? 100 Stück, also pro Stück sind das dann? 75. Ja, genau. Netto. Das ist aber ein guter... Das war ein Schnäppchen. Zingelingeling. Das war ein Schnäppchen. Davon ist auch die Hälfte aus der Reihe getanzt. Ich kenne im Schafbusiness. Was kostet denn heute ein Schaf? Ja, aber Michael Mittermeier, wenn der Comedian sagt, er möchte mal aussteigen aus dem ergotherapeutischen Beruf, was würdest du denn dann machen? Würdest du auch eher Schäfer werden? Wovon träumst du, wenn dir mal alles auf den Nerv geht?
Ich kann sonst nichts. Also ich kann wirklich nichts. Also ich kann guten alten Single Malt Whisky trinken. Das kann ich super. Na gut, da kommen wir dann. Das also, ist ja schon auch was bestimmbar. Also Breiber, keine Schafe dazu. Das ist alles gut. Alles klar. Also Steffen Schmidt. Also ich kann die Begeisterung teilen. Ich finde das phänomenal. Ganz, ganz toll, dass du da bist. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß in deinem Job, in der Berufung. Es ist ja nicht nur Beruf, sondern Berufung. Toll, dass du da bist. Wir werden bestimmt noch mal auf das Thema Schafe, Heidschnung etc. ab und zu zurückkommen. Vielen Dank. Sehr schön. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, wie erklärt man Kindern, warum sich Nationen bekriegen? Wie erklärt man Kindern den Krieg ganz konkret in der Ukraine? Vor dieser Frage stehen viele Eltern, vor dieser Frage stehen viele Großeltern. Und wir haben jetzt, wir freuen uns sehr, wir haben Gäste, die Antwort wissen oder die Antwort versucht haben herauszufinden und das mit viel Erfolg. Sie moderieren beide die Nachrichtensendung Logo, die sich an Kinder wendet. Und wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier sind. Begrüßen Sie herzlich, meine Damen und Herren, Jennifer Siegler und Tim Schreder. Herzlich willkommen. Also jetzt muss man erst mal die Sendung einordnen. Logo ist tatsächlich für die Kinder, was die Tagesschau für die Erwachsenen ist. Ihr seid eine Instanz und ihr habt eine große Gefolgschaft. Man kann das Ganze sehen auf dem Kinderkanal, das muss man dazu sagen. Ist das, es gibt ja so Berufe oder Funktionen, für die man sich nicht bewirbt. Das ist kein Beruf, das ist eher eine Berufung. Also wenn man sagen will, ein Traumjob. Empfindet ihr das so? Absolut, ja. Wir moderieren jetzt auch beide schon, ich glaube, knapp 10 Jahre diese Sendung, weil wir irgendwie auch nicht davon loskommen, weil es einfach so ein schöner Beruf ist und so ein wertvoller Beruf und es kommt einem auch so viel Wertschätzung entgegen und deswegen fällt es uns tatsächlich schwer. Naja, ihr habt doch eine große Verantwortung. Ja. Natürlich, ja. Tim, inwieweit unterscheidet sich Journalismus für Erwachsene von Journalismus für Kinder? Ich glaube, er unterscheidet sich weniger, als wir zuerst denken, weil ich glaube, dass wir Kinder ganz oft unterschätzen und Erwachsene ganz oft überschätzen. Aber im Grunde genommen unterscheidet er sich erstmal darin, dass wir halt nichts voraussetzen. Also wir würden nie einfach sagen, NATO-Bündnisfall. Wir würden nicht einfach sagen, NATO, UN, EU, Europa und davon ausgehen, dass jetzt jeder zu Hause direkt weiß, was das denn nun jetzt bedeutet, welche Konsequenzen. Das heißt, wir würden auch nicht einfach eine Push-Mitteilung verschicken, Russland erhöht die Alarmbereitschaft der Nuklearwaffen auf Stufe XY, sondern wir ordnen alles ein. Wir fangen immer im Grunde genommen bei Null an, schaffen Verständnis, warten vielleicht mit einer Nachricht auch lieber mal einen Tag und können sie dann aber auch vernünftig erklären, anstatt schnell irgendwas rauszuschicken, was dann im Zweifelsfall nur Panik verbreitet. Ich glaube, das ist der Hauptunterschied. Einfach eine einfache Sprache, die verstanden wird. Und das machen wir für Kinder. Ich glaube aber, dass es für Erwachsene auch viel mehr gemacht werden müsste. Jennifer, welche Fragen erreichen euch von Kindern? Kann man da 2, 3 Fragen herauskristallisieren, die ja, am häufigsten also sind? Tatsächlich ist so eine Frage tatsächlich zur Angst, also dass viele Angst haben, dass womöglich dieser Krieg auch zu uns nach Deutschland kommen könnte. Das ist so eine Hauptfrage zum Thema Angst. Und dann aber auch ganz typisch für Kinder, dass sie sofort mitfühlen und sagen, wie kann ich helfen? Also wie kann ich auch als Kind, wie kann meine Familie, wie können wir den Familien, die jetzt flüchten oder die noch dort geblieben sind, wie können wir helfen? Also ich erinnere mich, als ich Kind war, und es gab Katastrophenmeldungen aus anderen Ländern oder Kriegsbereichen. Da hatte ich immer Angst um die anderen Kinder. Ist das heute auch noch so, dass Kinder sich ängstigen, wie es anderen Kindern geht? Absolut, ja. Also sie wollen dann sofort eben helfen. Es wurden, glaube ich, schon ganz viele Sachen auch gestartet. Kinder schreiben uns, dass sie Waffeln verkaufen und das Geld spenden. Schön. Also da wurde schon ganz viel gemacht. Auch in Schulklassen, die Geld gesammelt haben und so. Ja, aber ganz kurz dazu, das war witzig, wir haben bei Logo gestern den Bundeskanzler Olaf Scholz im Interview gehabt. Und eine der Fragen der Kinder an den Bundeskanzler war nicht, was tun Sie? Sondern die Kinder haben den Bundeskanzler gefragt, was kann ich tun, um denen jetzt zu helfen? Also da sieht man, das ist ganz fundamental, dieses Kinder wollen wissen, wie es anderen Kindern geht. Ganz egal, übrigens, nicht nur Ukraine, das war auch schon beim Krieg in Syrien so, das war schon immer so. Egal, wo andere Kinder auf der Welt sind, Kinder in Deutschland sind da unglaublich solidarisch und unvoreingenommen. Eigentlich müssen wir Erwachsenen uns permanent bei Kindern entschuldigen, was wir für eine Welt für sie
hinterlassen und welche, wie wir die Welt gestalten. Ihr habt in der vergangenen Woche eine Sondersendung zur Situation in der Ukraine gemacht und da schauen wir mal eben rein. Wir haben ganz am Anfang der Sendung mit Frau Weisgerber darüber gesprochen, dass man in einer Familie ehrlich sein muss und sollte. Wenn es jetzt darum geht, Putin hat ernsthaft gedroht mit dem Einsetzen von Atombomben, von Nuklearwaffen. Wie kann man Kindern das erklären, das zerstörerische Potenzial von Nuklearwaffen? Oder anders gefragt, gibt es da auch eine Grenze der Ehrlichkeit? Ja, also es ist auf jeden Fall so, dass wir sagen, dass wir nicht glauben, dass wir Kinder ab einem gewissen Alter von diesen Nachrichten fernhalten können. Ja. Die sind teilweise schon im Internet, die sind auf dem Schulhof, die laufen an einem Zeitungsstand vorbei, wo das in großen Lettern draufsteht. Und deswegen glauben wir, dass es wichtig ist, das dann eben einzuordnen, weil das dann eben die Angst nimmt. Das ist so ein bisschen wie die Familiengeschichte, was Sie erzählt haben, Frau Weisgerber, dass wenn ich etwas nicht als Kind in der Familie merke, hier stimmt irgendwas nicht, dass mir das dann noch mehr Angst macht. Wenn ich das aber einordne und in dem grafischen Erklärstück, was wir da eben gesehen haben, geht es dann eben noch weiter, dass eben die NATO-Länder eben nicht wollen, dass sie dort eingreifen und deswegen es auch höchstwahrscheinlich eben nicht zu einem Krieg hier bei uns kommt. Und wenn Kinder das dann eben erklärt bekommen haben, ruhig, auch eben mit Grafiken und nicht mit irgendwelchen martialischen, angsteinflößenden Bildern, dann kann das eben Angst nehmen. Und dann ist es eher wichtig, die Kinder ernst zu nehmen und es ihnen zu erklären. Wie schön, dass der Johannes heute die Barbara Magen-Darm, die Barbara vertritt. Ich bin jetzt sehr gespannt, Johannes, was jetzt kommt. Johannes, du bist ja eben nicht nur Vater, sondern auch Mediziner. Gibt es aus deiner Sicht erste Anzeichen, woran man erkennen kann, dass Kinder überfordert sind von dem, was passiert? Also ich glaube, die klassischen Muster, die wir sonst so aus der Verhaltenstherapie und auch aus der Kinderpsychologie und auch Psychiatrie kannten, die sind dahingehend nicht mehr ganz so verlässlich, weil wir aus einer unglaublich schweren Zeit für die Kinder kommen, nämlich dieser Corona-Zeit. Ja, also das heißt, wir merken ja bei uns allen, das schlägt mehr durch. Und bei Kindern ist eben das Wichtige, dass man erstmal zuhört. Das ist gar nicht so leicht als Erwachsener. Und Fragen so offen stellt, dass sie nicht, also jeder kennt das, wie war die Schule? Gut. Aus. Dann denkt man sich, okay, das ist ein tolles Gespräch. Aber wenn man sagt, erklär doch mal in deinen Worten, wie sich das anfühlt, was in der Ukraine passiert. Oder was meinst du denn, was da das Problem ist? Offene Fragen, dass sie mal erklären können, was es ist. Und ansonsten, es klingt jetzt wirklich so ein bisschen abgedroschen, Kindern auch bis zu einem gewissen Alter, und das kann auch 12 Jahre sein, mal das doch mal auf. Mal doch mal auf, wie das für dich ist. Und das hilft denen unglaublich. Und dann zu sagen, du bist sicher. Und selbst wenn, weißt du doch, auch wir haben ja auch schon mal zurückblickend, wir haben auch schon mal schlimme Sachen zusammen überstanden. Die Oma hatte einen Autounfall, vielleicht hat mal der Grill gebrannt oder sowas. Das haben wir auch zusammen gemeistert. Viele Kinder machen sich ja nicht nur Sorgen um andere Kinder, die machen sich ja sogar Sorgen um die Eltern. Mhm. Und die versuchen ja Lücken zu füllen. Und das ist, also ich glaube, das ist so der rote Faden, der auch aus dem Film rüberkommt und auch aus meiner eigenen Familiengeschichte weiß ich schon, dass Kinder sich sehr schnell um andere sorgen. Und da ist es dann auch wichtig zu sagen, also diese Offenheit. Also uns macht das natürlich auch Angst, aber trotzdem wissen wir, wir sind sicher. Ja. Oder wir sprechen drüber, wir konsumieren gemeinsam auch mal Nachrichten. Vielleicht ist es auch mal besser, dass die Eltern mit den Kindern Logo gucken, anstatt die Tagesschau, die Kinder mitgucken. Und Auszeiten. Ne? Also es ist ganz wichtig, dass man sagt, jetzt hat ich mal Pause. Ja. Weil sonst wird man immer wieder getriggert, sagt man dazu in der Fachsprache. Man hat nie die Möglichkeit, das mal zu verarbeiten, sacken zu lassen. Also bewusst Handys, Tablets, Fernseher weg, ein Brettspiel spielen, schönes Essen zusammen. Ich glaube, das ist etwas, was, also deswegen genieße ich auch die Runde so, dass dieses Mal wieder zusammenkommen und drüber reden. Danach geht es eigentlich jedem besser. Ja. Wir wissen ja selber, wie lange uns, Tim, Ängste begleiten. Also selbst als erwachsener Mann oder erwachsene Frau hat man Ängste, die man vielleicht einem Therapeuten, einer Therapeutin erzählt. Ängste sind ja auch nicht nur schlimm. Eine Angst ist ja auch was Gutes, weil es einem davon abhält, Unsinn zu machen. Aber wie kann man Kindern beibringen, wie kann man Kinder lehren, mit Ängsten umzugehen? Man kann sie ihnen ja nicht nehmen. Nee, man kann. Ich glaube, man muss erstmal sich wirklich klar machen, das ist ganz wichtig. Weil in der Tat, wir diskutieren natürlich auch viel darüber, was machen wir, was machen wir nicht? Auch als Atomwaffen anfingen, wir haben es nicht am ersten Tag gemacht, aber irgendwann war das Thema so präsent, dass, dann steht das eh wie so ein Elefant im Raum und dann ist es da. Ja. Und ich glaube, man muss sich dann erstmal darüber im Klaren sein, dass es manchmal dann noch mehr Angst macht, wenn ich als Kind merke, da steht irgendwas im Raum,
aber ich verstehe es gar nicht, weil dann male ich es mir eh aus. Und im Zweifelsfall ist diese Vorstellung, die ich dann ausmale, sogar noch schlimmer als die Realität. Also das geht ja Erwachsenen übrigens auch im Moment so mit diesen Push-Mitteilungen, die wir alle permanent aufs Handy bekommen oder irgendwo schnell eine Schlagzeile auffangen. Und dann male ich mir das aus und vielleicht ist das sogar noch viel schlimmer als das, wie es wirklich ist. Wenn ich dann nämlich abends mal eine Nachrichtensendung gucke, wo es mir auch jemand einordnet, dann merke ich wieder, oh, es ist vielleicht doch noch gar nicht so dramatisch, wie ich es mir selber ausgemalt habe. Aber natürlich gibt es so Regeln. Wir verzichten natürlich auf Bilder, die jetzt sehr drastisch zeigen, was dort passiert. Also es muss ja nicht immer das Bild sehen, wo ich direkt die Zerstörung oder das Leid sehe. Ja. Das muss man nicht zumuten. Auch in den Formulierungen darauf achten. Also quasi, es ist ja eh schon schlimm genug. Und dann eher auch mal bei den Mitteln sich zurückzunehmen, das kann schon Angst nehmen. Joey, sprichst du mit deinen Kindern offen über Krieg, über das Leid, was damit einhergeht? Nein, weil ich selbst damit überfordert bin. Wenn ich gucke jetzt nur abends Nachrichten und früh morgens und nicht mehr zwischendurch und den ganzen Tag, weil es einfach ein Thema ist, die mir einfach Angst macht und total überfordert. Und auch ich, meine Frau, haben gesagt, okay, die Kids müssen halt quasi davon minimal und dann redet man darüber. Und ja, das Angst ist in der Familie. Aber kommt man damit durch? Tristan Pütter ist auch Vater einer Tochter. Und wenn ein kleines Mädchen oder ein kleiner Junge in einer Großstadt aufwächst mit anderen Schulkindern, ist es ja vielen, das Kind vielen Einflüssen ausgesetzt. Wie gehen Sie damit um? Na, natürlich unterschiedlich. Wir haben 3 Kinder zu Hause. 6, 12 und 15, da kann man dann unterschiedlich mit den Mädchen drüber sprechen. Ich habe, wie du gesagt hast, nach 2,5 Jahren sehr, sehr schwerer Zeit für die Kinder, wo auch eine gewisse Perspektivlosigkeit und eine Ernüchterung eingesetzt hat in den Blick aufs Leben, tatsächlich wenig Bedürfnis, zumindest mit der Kleinen, ihr da was anzutragen, was sie nicht selber zu mir bringt. Ich bin auch von der Komplexität dieses Konflikts überfordert. Deswegen muss ich oft selber erst mal ordnen, bevor ich mich da mit den Kindern auseinandersetze. Die Großen sind dann natürlich näher dran. Flucht ist bei uns zu Hause durch meine Reisen nach Lesbos schon länger ein Thema. Und somit sind die Großen, beschäftigen sich schon stark damit, vor allem mit den Auswirkungen und mit der Unterschiedlichkeit, wie Menschen willkommen geheißen werden. Es wird gedacht an Familien, die wir kennen, die auf Lesbos seit 5 Jahren unter unmenschlichen Bedingungen immer noch leben und die nicht willkommen geheißen werden, trotz eines schlimmen Krieges, aus dem sie kommen. Und gleichzeitig mit Kindern und dort auch mit Kindern. Mit Kindern. Mit, ja. Ich kenne eine Familie, die mit 5 Kindern in Athen sitzt und nichts zu essen hat. Aber trotzdem, jetzt quasi diese positive Energie, die offenen Arme, die jetzt gerade ja in der Gesellschaft da sind, die irgendwie diese Energie in die Familie zu bringen, das findet schon statt. In die Familie zu bringen. Es haben Jennifer und Tim ein Buch geschrieben, ein tolles Buch. Nämlich, das heißt Nie wieder keine Ahnung. Nie wieder, keine Ahnung. Erstmal ist das ein schöner Titel und es wendet sich natürlich augenscheinlich an die Eltern, weil ich will nicht wieder dastehen und sagen, wie erkläre ich das? Was war der Impuls für euch beide, das Buch zu schreiben? Also es kamen immer wieder Eltern auf uns zu, die gesagt haben, dass sie so dankbar sind, wenn sie Logo gucken, dass sie es dann auch endlich mal alles verstehen. Ja. Und ich meine, du hast es eben auch gesagt, Tristan, dass wenn man jetzt so hört, NATO-Bündnisfall oder was ist eigentlich der Unterschied nochmal zwischen EU und Europa oder was ist eigentlich ein Atomwaffensperrvertrag? Mhm. Und solche Sachen erklären wir dort eben alles in dem Buch, damit eben auf einfache Sprache, auch sogar ein bisschen unterhaltsam, damit man dann im Grunde auch Bescheid weiß als Eltern oder als Jugendliche. Und ich habe jetzt gerade zum Beispiel auch eine Nachricht bekommen von einer Mutter, die mir bei Instagram geschrieben hat, dass sie im Moment das Buch bei sich zu Hause immer abends vorlesen und dass sie aber hoffen, dass sie es bald nicht mehr so oft zur Hand nehmen müssen, weil die Zeiten dann hoffentlich besser sind. Ja. Darf ich auch mal was fragen? Wenn wir Nachrichten gucken, das sind ja eigentlich immer schlechte Nachrichten. Jetzt ist es lange her, dass ich Logo das letzte Mal geschaut habe. Habt ihr auch Good News? Also ist es auch so, dass ihr sagt, gerade für Kinder ist ja so wichtig, ich meine, die Erkenntnis, ein 8-jähriges Kind hat verstanden, okay, es wird immer wieder Krieg geben. Ja,
wir haben ja immer alle gesagt, oh, wir haben so lange keinen Krieg mehr in Europa gehabt, zack, jetzt ist, also wir können die Eieruhr wieder neu aufdrehen. Die verstehen, dass sich was wiederholt, dass der Mensch nicht so schnell besser wird, wie er es vielleicht werden könnte. Habt ihr Good News? Absolut. Also Logo, seit es Logo gibt und bis heute endet immer zum Beispiel mit einem Tier, das einen Witz erzählt. Das Wettertier, wie es bei uns heißt. Und natürlich achten wir auch innerhalb der Sendung immer darauf, dass wir natürlich mit den schweren Themen reingehen, aber auch mit lockereren Nachrichten rausgehen. Und ich glaube, das ist in der Tat, das ist eben auch gesagt, nicht nur für Kinder, wir waren ja auch gerade bei den Erwachsenen, die fiel jetzt zweimal das Wort überfordert. Ja, das geht, glaube ich, ganz vielen Menschen so. Total wichtig, dass man eben jetzt nicht nur darauf guckt, sondern halt natürlich auch sich auf gute Nachrichten guckt, ja, auch auf andere Nachrichten, auch auf andere Themen, sich auch mit anderen Dingen beschäftigt. Das machen wir über Logo und das ist, glaube ich, aber auch genauso wichtig, gerade für jeden Erwachsenen, weil in der Tat, es überfordert, glaube ich, gerade ganz viele Menschen diese Situation und das muss man sich auch ehrlich eingestehen und ich glaube, zwei Dinge helfen eben gegen diese Überforderung. Das eine ist es zu verstehen, weil Verständnis nimmt auch Angst, weil ich dann eben nicht mehr überfordert bin, sondern weil ich es besser einordnen kann. Und das Zweite ist dann aber auch ganz bewusst mal eine Auszeit nehmen. Ich hatte jetzt zum ersten Mal an Tagen, wo ich nicht im Dienst war, tatsächlich meine Push-Mitteilung auf meinem Handy aus. Nach 10 Jahren als Journalist habe ich zum ersten Mal an freien Tagen alle Push-Mitteilungen ausgemacht, weil ich auch einfach mal weg davon musste. Ja. Und das ist auch total okay in diesen Zeiten. Und ihr lauft ja immer um 8:10, ne? Genau. Bis 8. So, das heißt, man kann eigentlich als Erwachsener schummeln, vorgucken. Ja. Und dann versteht man wenigstens, was dann kommt. Genau. Es täte vielen wirklich gut. Also ja. Wir waren wirklich immer große Logo-Nachrichten-Fan, weil ja. das ist so klar. Und man saß manchmal davor und dachte, ja stimmt, eigentlich habe ich die Zahl, wusste ich auch nicht. Ja. Und ich finde, wenn man Kindern ganz klar etwas erzählt, das war bei uns auch immer so, dann nehmen die das auch ganz anders auf. Und wenn du ankommst mit 10 Informationen, bleibt nichts mehr hängen. Deswegen danke, dass ihr das macht, tatsächlich. Jennifer, Tim, ihr habt, ihr habt ein Buch geschrieben. Ihr moderiert dieselbe Sendung. Und seit 2019 seid ihr auch verheiratet. Das ist richtig. Ja. als das die Runde machte unter euren jugendlichen Fernsehzuschauerinnen und Fernsehzuschauern, wie war denn da die Reaktion? Manche haben gesagt, das wusste ich schon immer. Und wir nicht. Wir wussten es nämlich gar nicht schon immer. Das heißt, es hat eine Weile, wenn ich so, also wir wollen jetzt hier nicht bunte TV machen, aber doch die Frage einmal in die Richtung, das hat eine Weile gedauert, bis ihr... Ja, wir hatten sogar eine gewisse Antipathie bis. Es ist leider Klischee, aber es stimmt. Das ist aber kein kindgerechtes Wort, Antipathie. Also ihr mochtet euch nicht? So weit würde ich nicht gehen, aber wir hatten Differenzen. Und dann kam leider klischeemäßig eine Weihnachtsfeier und dann änderte sich vieles. Aber beim Kinderfernsehen gibt es da ja nur Apfelpunsch und... Genau. Ja. Gute Gespräche. Ja, aber wenn die Liebe groß ist, dann ist der Apfelpunsch kein Da reichen Hindernis. 8 Liter Apfelpunsch auch. Jennifer Siegler und Tim Ritter, schön, dass ihr da seid. Und ihr habt mit Michael Mittermeier und ihr habt große Fans... Und schön, dass ihr diese Arbeit macht. Und Jodie auch. Schön, dass ihr bei uns seid. Ganz, ganz toll. Ja, er gehört zur Top-Riege der deutschen Schauspieler. Ob der Oscar-nominierte Film Toni Erdmann, Unsere Mütter, Unsere Väter, Kudamm oder Babylon Berlin, jeder kennt diese Begriffe, diese Titel. Und sein Gesicht und seine Stimme haben sich eingebrannt. Ja? Selbst in Hollywood. Das ist ja so, wo er schon kräftig gefeiert haben soll. Tristan Pütter ist bei uns. Herzlich willkommen. Fangen wir doch mal mit Hollywood an. Also für mich als jemand, der ja diese Schauspielerei faszinierend findet, du warst in Hollywood auf sozusagen Partys, oder wir fangen mal ganz anders an. Du warst auf der Oscar-Verleihung, du warst ja Teil des Films, der Oscar-nominiert war. So war's. Saßt du dann im Smoking da hinter Leonardo DiCaprio oder wie muss ich mir das vorstellen? Nicht ganz. Es war so, dass ich hatte eine Wette gewonnen gegen den Produzenten und er musste mich deswegen mitnehmen nach LA. Oh, das sind gute Wetten. Ja. Weil die Karten natürlich begrenzt sind und dann dürfen da irgendwie 3-4 Leute mit. Also ich war nicht auf der Verleihung, aber durfte alle Veranstaltungen bis dahin mitmachen und saß dann in meinem Smoking in irgendeinem Konferenzsaal, wo dann das Fußvolk so mitgucken darf. Aha. Aber danach kam dann die Party. Danach kam Chateau Marmont und Champagner und so. Und dann hört so ein bisschen die Erinnerung auf. Aha. Namen, die du erinnerst? Es war sehr viel Champagner. Ach so, na gut. Dann lass mich anders fragen. Sowas haben wir in Deutschland ja auf dem Niveau nicht. Also das ist ja Oscar-Verleihung, da guckt ja die ganze Welt hin. Das ist eine der meistgeschauten Veranstaltungen der Welt. Ist es denn so, dass es so richtig krasse Unterschied zwischen dem deutschen Film- und Fernsehbetrieb gibt und dem amerikanischen? Also wenn du da so sagst, in Hollywood, sind die anders als
die Schauspieler hier? So viele habe ich jetzt da auch nicht kennengelernt. Es war so ein bisschen so ein Blick in, natürlich in so eine Traumwelt, in so eine andere Realität, wenn da irgendwie Matt Damon durch die Gegend schlurft und keine Ahnung, wer noch da so rumstand. Das war schon relativ beeindruckend. Und klar ist der Filmpreis in Deutschland dann ein bisschen anders, aber Elias Mbarek sieht von Namen auch sehr gut aus. Also, und der Champagner ist der gleiche. Der Champagner ist auch, ja, unterscheidet sich nicht. Also Dom Perignon gibt es wenig bei deutschen Veranstaltungen. So, falls irgendwer sagt, Moment, die Stimme, ich finde vor allem, die Stimme ist so dieser Wiedererkennungseffekt. Wir haben natürlich auch für Tristan Pütter mal eine Goldmatz. Ja, wollen wir mal sehen, was geschehen ist. Ja. Dieser Mann hat gut lachen. Schon früh begeistert er sich für die Bretter, die die Welt bedeuten. Erst für das Skateboard, dann für die Bühne. Mit dem richtigen Antrieb macht er erstmal ziemlich viel Theater, bevor er als Möchtegern-Fußballprofi einen Volltreffer nach dem nächsten beim Film landet. Der Hobby-DJ hat einfach das richtige Gefühl für Timing und schreibt eine tierische Erfolgsgeschichte, die sich sehen lassen kann und den roten Teppich zu seinem zweiten Zuhause macht. Geehrt in Toni Erdmann, gefeiert in Babylon Berlin, geliebt in Kudamm, wodurch sich der frühere Freizeitangler den Beinamen Mr. Sexy angelt. Showtime für Tristan Pütter. Also Mr. Sexy ist ja durchaus ein besserer Titel als so ein gammeliger Oscar. Ja? Ich finde, Mr. Sexy mochte ich ganz gerne. Also damit kann man also mitgenommen. Leben. Ja, nehme ich immer mit. Ja. Ich finde es so spannend, es gibt so Schauspieler, da hat man das Gefühl, die passen so in eine Rolle oder auch in eine gewisse Zeit. Du springst ja durch die Dekade und Jahrhunderte, das ist ja enorm. Also gibt es so eine Lieblingszeit, in der du dich am liebsten aufhältst? Tatsächlich mag ich so historische Sachen ganz gerne, weil quasi die Ausstattung, das Kostüm, das hat so eine andere Feinstofflichkeit. Das macht einfach was sofort mit einem. Und ich liebe, also ich habe den Kudamm geliebt natürlich, dieses Rock'n'Roll-Feeling. Ich mag aber auch Sachen wie Babylon Berlin oder so, wo du einfach Räume betrittst und die machen was mit dir. Und dann kannst du darin agieren. Das ist einfach... macht viel Spaß und ist ein bisschen was anderes, als im Sweatshirt und Jeans irgendein Drama zu spielen. Ich mag sowas. Wie liest man sich denn als Schauspieler in so eine Rolle ein? Also fängst du an, erstmal das Geschichtsbuch zu der Zeit zu kaufen und zu gucken, was ist denn da eigentlich passiert? Was wurde da erfunden? Oder wie haben die Leute getickt? Oder liest du Romane, Autobiografien? Also man kann ja nicht nur ich kann ja nicht nur das Drehbuch lesen, das sind ja Texte, aber ich will doch irgendwie in diese Zeit kommen. Wie macht man das? Ich mache tatsächlich viel über Musik, also die Musik der Zeit gibt mir immer ein Gefühl für die Stimmung. Also ich überlege mir den Musikgeschmack von jemandem und höre mir dann eigentlich nur das an zu der Zeit. Ich lese viel, ich versuche immer so ein bisschen in die psychologischen Tiefen der einzelnen Charakteren reinzugehen. Was ist vielleicht ein Trauma, was ihn bewegt? Woher kommt er? Wo liegt der Schmerz? Solche Sachen. Das ist ja eine Feinfühligkeit und eine Ader, sich so schöpferisch da reinzubegeben. Da könnte man jetzt meinen, das lernt man auf keiner normalen Schule. Ich weiß, du warst auf einer Waldorfschule. Ich war sogar auf drei Waldorfschulen, ja. weil du, genau, hast es, wurdest du von einer auf eine andere empfohlen oder war das durch Umziehen? Nein, tatsächlich. Weil ich kenne auch Freunde, die sind von der Waldorfschule geflogen. Das schafft man auch. Ja, man kann eigentlich überall rausfliegen. Das habe ich ja gute Erfahrungen mit. Nee, tatsächlich, meine Mutter ist Waldorflehrerin und wir waren immer viel auf Reisen. Wir haben relativ... Ja, ich glaube, bevor ich 18 war, bin ich, glaube ich, 15 Mal umgezogen. Wir haben viele Städte gewechselt. Immer da, wo meine Mutter gearbeitet hat, sind wir dann auf die Schule gegangen. Also da war ich auf drei Waldorfschulen. Erst in Frankfurt, in Heidelberg und dann in Dietzenbach, wo ich dann mein Abitur gemacht habe. Und ja, ich glaube, also ich bin mir sicher, dass diese Schulform für mich die richtige war und dazu, also es überhaupt erst möglich gemacht hat, dass ich dieses Talent entdecken konnte. Das muss man nämlich auch mal sagen. Also es gibt ja Menschen, die sind unglaublich talentiert, aber in diesem sehr rigiden Schulsystem, wie wir es kennen und das ich ja auch kenne, mit den Noten etc. pp. Und den Leistungsanforderungen, funktionieren die nicht unbedingt. Und das kann auch sehr schade sein. Ohne jetzt mal diesen Witz mit Namen tanzen und sowas rauszuhauen. Was war denn das, wo du sagst, wo hättest du denn in einer
normalen städtischen Schule nicht funktioniert? Wo hat es sich gerieben? Naja, also das Prinzip der Waldorfpädagogik ist ja, dass jedes Kind sein eigenes Tempo hat, in dem es bestimmte Sachen und Zusammenhänge begreifen kann. Nicht jedes Kind weiß zur selben Zeit, was irgendwie 5x18 ist. Manche brauchen da ein bisschen länger Zeit für. Ich selber bin Legastheniker und hatte viele Probleme mit Schreiben und mit Lesen. Das war alles eine Überforderung für mich. Und dort gibt es eben den Blick für jedes Kind im Einzelnen, für die Entwicklung, den Zeitpunkt, wann ein Kind was braucht. Und ich glaube, gerade in unserer Zeit ist das sehr wichtig, diese Verletzlichkeit zu bewahren und darauf zu achten und nicht Kinder gleich zu machen. Und das hat mir auch gut getan. Und quasi diese ganzen Klassenspiele, Theaterprojekte sind natürlich, das war der Moment, an dem ich gemerkt habe, okay, das ist was ich kann. Das andere war nicht so meins. Deswegen konnte ich dann da mich auf die Reise begeben. Hier in Hamburg, ich hatte mal einen Praktikanten, der war auf dem Walddörfer Gymnasium. Das heißt so, weil das die Walddörfer sind, das hat mit Walddorf nichts zu tun. Man denkt, das ist gleich Plural von Walddorf. Und der hatte eine sehr schwere Zeit. Da musste sich immer rechtfertigen, weil er gesagt hat, nein, das ist eine ganz normale städtische Schule. Da wird natürlich, man muss schon sagen, in vielen Schulen wird ja auch sehr auf die einzelnen Bedürfnisse geachtet. Und ich glaube, die Pädagogik hat auch große Sprünge gemacht. Ja. Aber dieses Schauspielerische, sich das auch zu trauen, das ist ja etwas, was man irgendwie spielerisch, schöpferisch eigentlich auch immer wieder die Möglichkeit haben muss, da reinzuwachsen. Genau, man muss die Möglichkeiten bekommen, den Raum. Und da hatte ich Glück. Und Theatergruppe, oder wie war das dann? Welches war das erste Theaterstück, das du gespielt hast? Tatsächlich war ich dann als ich dann so ein bisschen Blut geleckt hatte, war ich dann in Frankfurt am Staatstheater Statist und habe immer beim Besuch der alten Dame von Dürrenmatt durfte ich in die Pfeife blasen und Abfahrt rufen. Und zwar, das ist ein wichtiger Job. Da war so viele Emotionen in diesem Abfahrt drin. Die Leute waren irgendwie total gebannt und sagten, der Typ, aus dem wird was. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Jetzt ist es ja, Schauspieler, es gibt so gewisse Klischees. Ja, und das eine ist natürlich der strauchelnde Schauspieler, der eigentlich alles, so wie Van Gogh, lieber Geld für die Farbe ausgibt, anstatt Essen zu kaufen. Bei dir lief es ja auch nicht immer rund. Ne? Das gab auch Zeiten, wo du schon wirklich auf der letzten Nut gelebt hast. Was war da los? Ja, also ich komme jetzt nicht aus wohlhabendem Hause. So. Dieses Geräusch beim Geldautomat, wenn es dann so rattert, wenn das ausbleibt, das ist einfach kein gutes Gefühl. Und das hatte ich durch mein Studium relativ oft, weil ich auch mit Geld nicht richtig gut umgehen kann, sehr großzügig einlade gerne und so. Deswegen war es manchmal knapp. Und also jetzt irgendwie als Anfänger am Theater in Bremen verdienst du jetzt auch nicht gerade viel. Aber das spricht für dich, dass du eingeladen hast, obwohl du wenig Geld hast. Ich kenne so viele Leute, die viel Geld haben und nie auf die Idee kommen, jemanden einzuladen. Das muss ich eben mal unterbrechen. Das war... Ja, das ist zu groß. Ja, wenn es da ist, muss es rausgehauen werden. Ja, finde ich toll. Also und das ist aber, finde ich, auch gerade in der Zeit jetzt so wichtig, dass man einfach sagt, komm, dann machen wir einen drauf und dann machen wir noch eine gute Flasche auf. Und das geht mal auf mich oder so. Ja, und einfach wieder dieses gönnen können, gerade nach den 2 Jahren, wo man ja eigentlich total die Gesellschaft nur schützen konnte, indem man sich zurückgezogen hat. Ja, eben. Jetzt kann man die Leute wieder ranholen. Und das ist ja auch ein wichtiger Moment, irgendwie wieder zusammenzukommen, dass man nicht in der Vereinzelung verharrt. So, apropos auf dem Putzhorn. Früher hieß es Polterabend, heute heißt das JGA und dann hier, wie heißt es, es gibt sogar auch die englischen Begriffe, da habe ich jetzt nicht drauf. Da gibt es ja ganz viele trendy Begriffe für Junggesellenabschied. Okay. Was bei mir eine Weile her ist. JGA. Hen-Night. Hen-Night. Hen ist genau für die... Und Steak-Night für die Männer. Ja, so, guck mal, hier, das ist ja immer... Was heißt das? Die Junggesellenabschied. Und Gockel und Hennennacht. Und das ist sozusagen auf Englisch der Junggesellinnen- und Junggesellenabschied. Jennifer, hast du eine Hennennacht gemacht? Bevor ja. Das war eine Alpaka-Nacht. Eine Alpaka-Nacht? Okay. Ja, da wird der Schäfer hellhörig. Ich habe das Alpaka geschoren. Erzähl mal. Das ist ja jetzt so ein bisschen in, dass man mit so Alpakas rumläuft, also so einen Alpaka-Spaziergang macht. Und wir waren irgendwie 15 Mädels mit 15
Alpakas und Mainz, wollte irgendwann nicht mehr und hat sich hingelegt. Ihr wart schon aber auch abends noch feiern. Ja, das also das war klingt jetzt harmloser als es war. 15 ja. Alpakas. Ja. Und abends bist du sicher, dass es ein Alpaka war oder hattest du schon? Ja. War das schon? Das arme Alpaka musst du mittrinken. Es ist so in mit Alpaka spazieren zu gehen. Also das kann man missverstehen, aber gut. Aber früher, Frau Weisgerber, hieß das, war das früher der Polterabend? Weil, also Polterabend kenne ich zum Beispiel nur noch. Ich habe weder einen Polterabend noch ein Hochzeitsfest gefeiert. Sie haben einfach jeden Tag so gelebt. Wir haben gesagt, wir wollen das. Und ach ja, das war noch so ganz komisch. Ich habe an dem Tag, hatte ich von Elias Canetti die Premiere des Stückes Die Hochzeit. Und ich spielte die Braut. Und da hatte ich ein Brautkleid an. Im Aber, Spiel? Das war genau. Das ist ja gar nicht in echt. Nee, das ach so. War nicht in echt. Michael Mittermeier, Junggesellenabschied. Gibt es da irgendwas, wo man bei Mittermeiers mal anfangen kann, ein bisschen an der Oberfläche zu kratzen? Irgendwelche guten Geschichten? Nein, ich habe zu viele Schlimme erlebt in meiner Jugend. Also von anderen, wo ich halt dabei war und mir dachte, nee. Ja, aber was ist denn das Schlimmste, was du da erlebt hast? Ich werde das nie machen. Nee, weißt du, was das Schlimmste war, was ich je gesehen habe, ist, es gibt, das heißt Dorf Münsterland, glaube ich. Das ist ein aufgebautes Dorf, drumherum ein 4 Meter großer Stahlzaun. Und am Wochenende sind da 3000 Menschen und saufen. Das sind lauter, sieht aus wie Fachwerkhäuser, wie so Schlumpfhausen. Da gehen aber 3000 Menschen hin, um Junggesellinnen, Junggesellenabschiede zu machen. In jedem Haus geht's da ab. Und ich habe da zum ersten Mal im Leben was gesehen, was ich wirklich noch nie gesehen habe. Ich gehe auf Toilette, stehe davor und sage, ich verstehe das nicht. Weil da war eine Riesenschüssel und es waren Griffe. Und ich war so, gehe raus und sage, kannst du mir das mal erklären? Ist das zum Sitzen oder Stehen? Dann dachte ich, das ist die Kotzschale. Ja. Und dann sage ich, was ist die Kotzschale? Kenne ich jetzt nicht so. Nein, das ist wirklich, das ist dann so ein Behälter. Und rechts und links, das ist kein Scheiß, sind zwei Griffe, dass du quasi dich festhalten kannst. Und es gibt keinen Hahn fürs Wasser, sondern da ist ein Druckknopf, weil du ja nur noch mit dem Kopf nach vorne gehst. Ich erfinde es nicht. Und man lernt nie aus. Also, ich bin ja sehr froh, dass ich keinen Junggesellenabschied feiern musste. Ja, aber wie das heute aussieht, ja, das gucken wir uns jetzt mal an. Denn Tristan hat da mitgespielt. Also da krieg da schon Lust drauf. Tristan, für uns ein bisschen, also das sind ja so viele Teaser drin. Ist das eine Rom-Com, also eine romantische Komödie nach dem neuen Genre? Oder ist das eher nur Komödie? Oder wo? Nee, das ist schon auch was fürs Herz, würde ich sagen. Das, also kann ich mit der Frau zusammen gucken? Du kannst es mit der Frau zusammen gucken, auf jeden Fall. Es ist sehr unterhaltsam, es ist schnell, es ist bunt, es ist lustig, es geht in die bisschen in die Tiefe, aber nicht zu sehr. Und vielleicht einfach auch mal 2 Stunden alles ausschalten und herzlich lachen, hat man sich vielleicht auch mal verdient. Ja, Kino gerade. Halt. Kino dann. Ja. 24. März, also nicht Fernsehen und nicht Streaming, sondern da, Kino. Da geht man so richtig, da holt man sich einen Babysitter etc. Und da geht man nochmal richtig ins Kino und hat einen Spaß. Ja, da geht man raus. Da kann man auch mal nochmal so dunkel. Den machen. Ja. Hand. Ja. Und die Herz da. Du hörst von der anderen Seite, fass mich nicht an. Ja, so sieht das aus im Hause Meyer-Burkhardt, wenn Sie den neuen Batman-Film gucken. Aber das, also ich finde das sehr nett. Das wäre ja eigentlich auch eine ideale Einladung für einen Junggesellenabschied. Also die können sich ja erst den Film reinziehen und dann... Ich finde, alle sollten da reinrennen, sollten dafür heiraten, um dann da den Junggesellenabschied im Kino zu feiern. Also es lohnt sich auf jeden Fall, den Film zu sehen. Jetzt muss man natürlich auch so ein bisschen vielleicht mal kritisch hinterfragen, Babylon Berlin, ja, ein Wahnsinnskostüm-Setting-Aufwand. Das sehe ich da jetzt, also ich habe Ballonseide und viel Pink und Lila gesehen. Ja, muss man auch erstmal tragen können. Ne? Aber ist das für dich, ist das ein sportlicher Ehrgeiz, sowas dann zu spielen, um da die Pointen zu treffen? Oder was reizt dich dann an so einem Film, wenn du ja in den anderen Rollen, in diesen Historienfilmen einfach so unglaublich aufgehst? Ja, das war einfach mal was anderes. Das ist tatsächlich auch ein Buch, was ich jetzt nicht so als herkömmliche deutsche Kinokomödie beschreiben würde, weil da ist schon irgendwie was los. Und dann hast du Alireza Golashan, den Regisseur, einen großartigen Regisseur, der mich sofort gewonnen hat und der so ein bisschen, keine Ahnung, der deutsche Woody Allen ist oder so, der wirklich wahnsinnig talentiert ist und ich
ein Gespür für Timing hat. Außerdem sind Komödien natürlich eine große Herausforderung. Ist schwer. Komödie ist schwer. Das ist schwer. Das wäre jetzt auch meine Frage des Handwerks. Wie bist du als Typ? Bist du eher der sich freut, wenn das beim ersten Mal am Kasten hat und gut ist gut genug, 80%? Oder sagst du, nee, noch ein Take? Man spricht ja so einen Text manchmal 8, 10, 12 Mal hintereinander. Also bist du eher der sagt, schnell durch und das besser wird's nicht? Oder feilst du dran rum? Das ist natürlich unterschiedlich. Es kommt ein bisschen auf die Regie an, ob man demjenigen da vertraut, der da sagt, nö, war schon gut. Ich habe mal gehört, bei mir ist schon viel Schönes bei. Dann dachte ich, das klingt gut. Das ist aber das Schlimmste, was man im Fernsehen hören kann. Ja, nee, das heißt, das ist alles für die Tonne. Dann musst du noch mal eine fordern. Ja. Aber ich bin auch jemand, der ganz gut vertrauen kann und dann einfach sagt, okay, next one, let's go. Boah, ja, next one. Also dran denken, ab dem 24.03. im Kino und aber natürlich auch viele andere schöne Dinge. Ich glaube, ich gucke mir auch noch mal in Ruhe Babylon Berlin an. Fand ich phänomenal. Ist ja auch international sehr gut gelaufen. Ja. Ganz toll, dass du da bist. Vielen Dank für den Input. Ah, herrlich. Ich freue mich schon auf den Kinoabend. Ja. Sehr gut. Also, der Johannes hat ja vorhin den Michael gefragt, was hättest du gemacht, wenn du nicht das gemacht hättest, was du mit großem Erfolg gemacht hast? Und da hast du gesagt, eigentlich kann ich nur das. Also unser nächster Gast ist zunächst mal ein großartiger Musiker. Er kommt aus der legendären Kelly Family und da muss man ja nicht weiter reden. Aber er hat eine weitere Leidenschaft. Ja? Er ist nämlich Extremsportler. Er hat 100 Marathons ist er gelaufen und 13 Mal hat er den Ironman absolviert, meine Damen und Herren. Das ist nicht irgendetwas. Joe Kelly gibt uns jetzt Auskunft darüber, warum er das alles macht. Joe Kelly, also erstmal. Joe, gibt es, also ein Musiker übt jeden Tag. Die Musiker, die ich so kenne, üben jeden Tag. Machst du jeden Tag Sport oder gibt es auch mal einen Tag, wo du sagst, heute mache ich mal gar nichts? Wenn ich kann, ja. Heute nicht. Ich hatte heute Vormittag in München halt einen Vortrag und dann bin ich heute hier. Und morgen freue ich mich wieder, dass ich mich bewegen kann. Also immer, wenn es geht. Es klappt meistens 5 bis 7 Mal die Woche. Mhm. Manchmal auch sogar 2 Einheiten oder am Wochenende eine längere Einheit. Also mir macht das einfach Spaß. Bewegung ist etwas, was ich brauche. Du hast was Spektakuläres gemacht. Du bist nämlich 1400 Kilometer gelaufen und zwar zu Fuß von der Ostsee bis nach Bayern. Genau genommen bis zu dem Dreiländereck, glaube ich, zwischen Bayern, Sachsen und der Tschechischen Republik. Ja. Warum? Ja, weil es ist eine Strecke, die für mich viel bedeutet. Das ist die ehemalige innere deutsch-deutsche Grenze. Ja, das grüne also, Band. Genau. Und vor 31 Jahren war quasi da keine Möglichkeit, an dieser Strecke zu gehen. Und durch den Mauerfall entstanden über Jahrzehnten diese Sperre und diese Naturereignis, also 150 Naturschutzgebieten auf dieses grüne Band, die es gibt. Und natürlich auch historisch und dann verbunden mit Zeitzeugen. Ja. Ist die, also ich stelle mir vor, da wo jahrzehntelang aus tragischen Gründen, nämlich deutsche Teilung, kein Mensch außer den Soldaten, die da waren, kein Mensch war. Ist da eine eigene Natur entstanden, ein eigenes Biotop? So ist es, ja. Es ist der längste Biotop in Europa. Mitten in Deutschland ist es kaum bekannt. Und es ist magisch. Und es gibt einige, die das auch gemacht haben oder machen. Meistens im Sommer oder im Frühling. Ich habe das halt aufgeteilt, jeweils 300 Kilometer. Sommer, Herbst, Winter und Frühling. Einfach dieses Natur, sag ich mal, zu erleben. Einfach die Kälte letztes Jahr im Februar bei minus 21 Grad in Thüringen. Es war magisch. Ja. Du bist den sogenannten Kolonnenweg gegangen. Genau. Das muss man erklären. Der heißt, warum? Ja, weil der Weg ist, wo früher halt quasi die Militärfahrzeuge patrouilliert haben und bewacht haben, dass keiner halt von Ost nach West oder West nach Ost ging. Also mitten zwischen die zwei Zäune. Dazwischen war halt quasi der Graben, dass kein Panzer oder LKW halt durchfährt. Ja. Dazwischen waren die Hundenstaffeln, dazwischen waren die Minenfelder. Und die letzte Zaun war halt die Selbstschussanlage. Also diese Grenze war gebaut, dass man halt nicht durchkommt. Spürt man das noch? Das spürt oder hat noch. Die Natur das alles so zurück? Das spürst du noch? Das spürt man auf der ganzen Weg. Es gibt auch eine Handvoll Stellen, wo das auch erhalten ist als Museum, dass es nicht in Vergessenheit geht. Auf dieser Strecke sind offiziell 1000 Menschen erschossen worden. Ja. Unoffiziell weiß man nicht. Es sind so viele Geschichten passiert.
Das ist unfassbar. Also die bekannteste ist einmal Flucht, die wir alle vielleicht kennen, ist 79 in Layla. Die Menschen, die quasi zwei Familien. Mhm. Und dann stehe ich mit diesen Zeitzeugen, die das gemacht haben, und sind dann halt mit einem Luftballon. Da gibt es einen tollen Film von Bulli Herbig, der als Regisseur den gemacht hat. Ein großartiges Werk. Mhm. Bulli Herbig war auch hier wegen dieses Filmes. Ja, ich habe ihn gesehen. Toller Film. Ja, es ist, es war beeindruckend. Und dann ein paar prominente Zeitzeugen, die halt vom Osten kommen oder vom Westen. Rainer Kallmund, seine Mutter ist ja Anfang der 50er Jahre geflohen vor der russischen Besetzung. Und dann ist er halt im Osten, im Westen geboren. Und als kleines Kind ist er immer am Osten, seine Verwandten zu besuchen und hat die Bravos gebracht und so. Und diese ganzen Geschichten, die sind schon unfassbar interessant. Die erste Etappe war 2020 im Sommer vom Timmendorfer Strand bis Bleckede. Ja. Erklär, du hast ja sicherlich, du bist ein wahrscheinlich sehr strukturierter Mann. Sowas muss man ja planen. Ja. Warum bist du von oben nach unten? Gab es da eine Idee? Ja, die Idee ist ganz einfach, dass ich den Winter in Thüringen erleben wollte, wo es mehr Schnee gibt und wo es kälter ist. Und wo die Höhe da ist und wo die Tierlandschaft auch anders ist. Und deswegen anstatt von der Tschechei bis an die Ostsee genau umgekehrt zu laufen. Die meisten machen das genau den anderen Weg. Ich finde es, wenn man das halt in vier Jahreszeiten macht, halt genau umgekehrt der richtige Weg. Mhm. Jede Teilstrecke war wie lang? Mindestens 300 Kilometer. Ja, also am Tag meinst du jetzt? Am Tag. Am Tag hatte ich halt 42 plus. Ja. Manchmal waren es vielleicht 60 Kilometer, weil die Stelle, wo ich dann halt irgendwie hier den Anschluss gefunden habe, mein Sohn hat mich begleitet mit einem alten Bulli und dann haben wir halt im Bulli abends übernachtet, gegrillt. Und der ist immer vorgefahren und das war fantastisch, ja. Moment mal, in dem Bulli, den wir gerade gesehen haben, diesem alten VW-Bulli, habt ihr bei minus 21 Grad auch geschlafen? Ja, ja, und der hat auch keine Heizung. Und, das ist ja nicht ganz ungefährlich. Ja, mein lieber Johannes, das sind die Gäste, die wir haben. Das sind noch echte Kerle. Der Tristan, eben aus eurem Gespräch, scheint mir aufgrund einer tollen Mutter ein abenteuerliches Gen auch in sich zu haben. Wäre das was für Sie, wo Sie sagen, das könnte ich mir auch vorstellen? Boah, so 15 Ironmans oder was? Naja, dann fangen wir mal mit der deutsch-deutschen Grenze an. Ja, ich laufe irgendwie nicht ganz so gerne, aber... Gut, das ist dann schon schlecht. Ja, ich glaube, ich überlasse das... Aber war jemand aus der Runde schon auf der deutsch-deutschen Grenze mal ein Stück spazieren oder mit dem Radfahren? Michael, wie laut schlägt dein Sportlerherz, wenn du das siehst, hörst? Also ich bin auch kein Jogger. Mhm. Ich gehe gern auf den Crosstrainer, aber ich gebe es ehrlich zu, ich tue das iPad hin und schaue mir Serie an und dann mache ich quasi zwei Dinge auf einmal. Aber ich bin kein Draußenläufer je gewesen. Wie schade, weil ich bin mit meinem Sohn gerade durch den Schwarzwald gelaufen. Und gerade in solchen Zeiten wie jetzt, wo wir viel auch verkraften müssen, habe ich gemerkt, die Natur urteilt nicht. Die Natur gibt einem auch einen Schutz. Die Natur tröstet. Hast du so einen Moment auch gehabt, wo du, welche Themen auch immer dein Herz gerade bewegt haben, wo du gesagt hast, die Natur tut mir gut? Ja, die tut mir immer gut. Deswegen verbinde ich das mit meiner Leidenschaft Bewegung. Ja. Weil ich das einfach liebe, in Flecken halt irgendwie zu sein, wo man halt mit einem normalen, sag ich mal, Bus nicht hinkommt. Ja. Wo man sich einfach da bewegt. Und es gab natürlich auch Schilder, wo drauf steht Wölfe. Und das ist schon beängstigend. Und man denkt, okay, das ist in Deutschland. Und du denkst, okay, die haben bis jetzt noch keinen... Die kommen näher. Ist mir egal. Überspitzt gesagt ist jeder Wolf, der versucht hat, nach Deutschland zu kommen, von dieser Seite erschossen worden oder in den Selbstschussanlagen oder von den Hunden, die es dort gab, zurückgehalten oder eben zu Tode gekommen. Die Wölfe sind da. Das ist nicht so, dass die kommen. Die sind da und das ist ein Riesenproblem. Ja. Aber war es denn auch ein Problem jetzt für deinen Sohn und für dich? Also ich stelle mir jetzt vor, erstmal, erste Frage, verändert das Vater-Sohn-Verhältnis, wenn man sowas macht? Ja, also ich, mein Sohn ist 21. Ich bin 2019 mit ihm, wo es noch möglich war, mit noch der T1, der Modell davor, von Berlin nach Peking gefahren. Wow. Zusammen in 27 Tagen sind wir gestartet ohne Geld und haben uns den Weg erkämpft, erarbeitet und das war mega. Ihr seid gestartet ohne Geld, von Berlin nach Peking. Genau. Ohne Benzin, ja, wie, wir hallo? Hatten 10, 20 Liter oder so. Der Tank hat ja maximal 40 Liter. Und der war vielleicht halb voll. Also wir sind gestartet mit das, was drin war. Und abends essen? So. Genau, wir haben halt quasi viele Sachen mitgenommen, die wir nutzen halt zum Verschenken oder zu tauschen.
oder für eine Spende. So. Also das Auto Kelly war voll. Kelly Family CDs, Merchandising. Ja. Wollt ihr? Ja gut, die aber dann wären sie ja nicht weit gekommen. Halt, genau. Das ist leider so. In Deutschland hat es noch funktioniert, aber hinter Boden nicht mehr. Ja. Hast du denn selber einen Bezug zum geteilten Deutschland gehabt? Ja, sehr starken, ja. In welcher Art? Welcher Art, dass wir halt quasi als Kelly Family damals im Westen auf der Straße gespielt haben, sehr unbekannt waren. Und dann im Osten waren wir dreimal eingeladen als Staatsgäste vom Kulturministerium. Und wir haben halt im Osten zum Beispiel Kesselbuntes Fernsehen gemacht. Also eine Riesenshow, wie Wetten, das früher hier. Und dann in Cottbus in der Stadthalle eine eigene Kelly Family, eine ganze Stunde Show für DDR Fernsehen 1, ja, die dann halt keiner mehr gesehen hat, weil 17 Tage später ist die Mauer gefallen. Also es war schon, wir haben getourt im Osten, in Hallen, so Theatern bis 1000 Leute, hatten ein Konto im Osten mit Ostmark, konnten nichts mitnehmen, konnten auch nichts kaufen, weil eine Gitarre hat man noch 2 Jahre für gewartet. Also es war total spannend für uns. Ja. Es war wie irgendwie, wir sind über Checkpoint Charlie mal reingegangen und dann sind abgeholt worden von halt 5 Leute. Und dann sind wir halt nicht mit Travis gefahren, sondern mit Volgas. Volga. Das sind so schwarze große Autos, ja, ne, russische Autos. Und damit sind wir gefahren und da haben wir halt in Alexanderplatz im Forum gelebt. Und das war wie VIP, also wir kannten das nicht. Und das war, es war großartig. Und deswegen, und die Mauer fiel. Und dann waren wir halt quasi dann auf der Straße im Osten und haben in jedem Stadtfest gespielt. Und das war richtig gut. Und dann, okay, 94, Herbst kam dann der kommerzielle Durchbruch. Und dann lief das halt in West wie in Ost überall sehr gut. Ich habe eine Dokumentation produziert über die Transitstrecke zwischen Berlin, Spandau und Schleswig-Holstein, Hamburg und Lauenburg. Und das Spannendste eigentlich an dieser Arbeit war die Begegnungen mit den Menschen, die einen biografischen Bezug hatten mit dieser Straße. Hast du Menschen getroffen, die da rumstanden, sage ich mal, oder die da spazieren gingen, wo du sagtest, ja, der war mal Soldat dort, oder gab es solche Begegnungen? Auch, also 3 Journalisten mit mir zusammen, wir haben das im Voraus halt organisiert, dass genau an der Stelle ich den Mensch treffe, wo da was geschehen ist. Ja. Ne? Also das war schon sehr durchorganisiert. Trotzdem, auf der Strecke gibt es Menschen. Es gibt genau ein Hof, ein kleinen Bauernhof, wo ein 82-jähriger Mensch lebt, also ein Mann, er ist alleine. Und dann habe ich ihn gesehen, wieder halt quasi in seinem kleinen Hof. Das war genau zwischen den 2 Zäunen. Das ist das einzige Haus auf diese 1400 Kilometer. Und dieser Bauer, den habe ich angesprochen und der hat mich erkannt. Er sagt, du bist von der Kelly Family. Ja. Und dachte ich, das gibt's ja gar nicht. Ich habe gefragt, darf ich einen Kaffee bei Ihnen haben? Ja. Ne? Und er sagte, Kaffee nicht, aber Wasser. Und der hat zum Beispiel kein heißes Wasser, kein fließendes Wasser. Der hat ein Plumpsklo draußen. Der lebt wirklich unfassbar autark. Und alles ist stehen geblieben, wie vor 40 Jahren. Und es ist sehr traurig. Seine Frau ist gestorben. Er hat keine Kinder. Und er fragt sich auch selbst, was passieren wird mit dem Hof. Ja. Hast du auch Soldaten getroffen, die dort diese Grenze bewacht haben? Das ist mir so gegangen, dass ich so wohl Soldaten getroffen habe, die Grenze bewacht haben, die gesagt haben, ich habe daran geglaubt, das war mein Staat, die DDR. Und ich habe natürlich auch Menschen getroffen, die Opfer des DDR-Regimes waren. Ist es dir auch so gegangen? Beides. Das ist alles, haben wir halt organisiert, dass ich zum Beispiel ein Ostsoldat, der quasi zuständig war für eine ganz lange Strecke, und den habe ich gefragt, wie war das am 9. November 89, was für ein Gefühl war das? Er sagte, ich habe mich selbst gefragt bis heute, warum ich 25 Jahre meines Lebens da halt quasi verbracht habe, irgendwas irgendwie zu glauben, was von heute auf morgen weg war. Ja. Auf der anderen Seite zum Beispiel am Alpha-Punkt, das ist halt quasi, wo eine Stützpunkt von den US-Amerikanern waren, da habe ich einen Sergeant, Amerikaner, der 11 Jahre da als Chef halt quasi dieses Stützpunkt halt bewacht hat, und der sagte, ich bin stolz, dass wir den Krieg gewonnen haben, ohne dass es ein Schuss gefallen ist. Was der Fall ist. Unterschied, ne? Und dann gibt es natürlich auch andere Geschichten, zum Beispiel, da stehe ich auf dem Feld, auf diesem Punkt, wo ich dann halt dieser Mitte 70er Jahre altes Mann da treffe, und er erzählt halt quasi über die Geschichte, wo er als 19-Jähriger in die 70er Jahre morgens kam, um 6 Uhr morgens 80 Soldaten, und die ganze Familie, seine Eltern, seine Großeltern, müssten diesen Bauernhof halt verlassen. Ja. Innerhalb von 5 Minuten. Und dann haben die angefangen, den Hof zu sprengen.
Weil der war auf der Ostseite. Ostseite, ja. Das war aber in den 70er Jahren, ja. Wo die Grenze schon 15 Jahre halt zu war. Ja. Es war doch zu nah. Und dann hat man halt quasi den kompletten Hof gesprengt vor den Augen dieser Familie. Der steht vor mir, heult, erzählte, dass sein Vater halt ein paar Jahre später an Kummer gestorben ist. Sein Großvater hat nie wieder gesprochen. Dann gehen wir halt so 400 Meter weiter an so einen Hügel und da stehen die Trümmern. Und dann halt packt er halt Steine und sagt, hier, das ist ein Stück Granit vom Flur vom Haupthaus. Und das sind die Backsteine da unten halt von der Scheune. Und dann fragst du dich, wow. Und man hat den Hof gesprengt, nehme ich an, weil er im Schussfeld lag oder weil die DDR Nein. nicht wollte, dass dort... Weil er quasi zu nah an der Grenze war. Ja. Die Grenze war ungefähr 500 Meter, ja. Der erste Zaun. Und es war 74 und die Mauer war endgültig zu August 61, ja. Also in Berlin. Davor ja. war die andere Grenze schon in den 50er Jahren zu, so peu à peu haben die das halt quasi geschafft, halt, dass es irgendwann gesamt zu war. Und über 15 Jahre später, plötzlich ja. haben die halt, und da, wir stehen auf der Stelle, auf diesem Hof, und der hat einen Ordner mit ganz vielen Bildern und wie das alles aussah. Und der zittert und heult und... Wir haben ja jetzt immer wieder, das war ja wie so ein rotes Band in der Sendung, wir haben ja immer wieder darüber gesprochen, über unser Verhältnis zu Kindern, über die Offenheit, die man mit Kindern pflegen muss, über das, was Generationen verbindet und gegebenenfalls auch trennt. Hat dein Sohn bestimmte Phänomene, bestimmte Erlebnisse, die ihr dort gemacht habt, anders empfunden als du? Also entstand daraus zwischen Vater und Sohn eine Diskussion? Mein Sohn ist 21, der Mauer fiel vor 31 Jahren. Der erlebt Zeitzeugen, die was erlebt haben, was man halt vielleicht für ihn nicht versteht. Und das hautnah sind Zeitzeugen, die älter werden und irgendwann nicht mehr da sind. Ja. Ne? Und das von erster Hand zu hören, das ist schon wow. Jeder, der jetzt viele Kinder hat, weiß, man muss eine gewisse Gerechtigkeit widerfahren lassen. Also wenn ich mit dem einen das grüne Band bewandere, dann steht irgendwann Filius oder Filia Nummer zwei da und sagt, was machen wir denn jetzt, Papi? Was steht denn auf dem Programm mit den anderen Kindern? An Wanderungen oder ich würde gerne mal nach Euro Disney oder so. Wie ist denn das, was steht denn ins Haus? Also ich starte dieses Jahr im Juli in Alaska. Mit so einem alten Mercedes-LKW von den 60er Jahren. Ohne Geld, wie ich dich kenne? Genau. Schulden wäre doch mal was. Und fahr die Panamericana. Ja, you fool me. Nein, es stimmt, tatsächlich. Ja. Du machst das tatsächlich. Ja. Ja, da muss man jetzt mal einmal, ich muss jetzt mal als normaler Mensch eingreifen und sagen, das muss ja nicht immer, jetzt denken ja alle, die zu Hause sagen, Mensch, ich mach mal mit meiner Tochter oder meinem Sohn dies und das, fühlen sich ja gleich schon ganz schlecht, wenn man immer diese Wahnsinnstouren hört. Du warst mit deinem Vater angeln, ne? Ist das richtig? Ich war mit meinem Vater angeln. 800 Kilometer flussaufwärts geschwommen per Hand. Genau, und dann die Forellen mit per Hand rausgezogen. So, also ganz Kelly normal. Style. Kelly Style, klar, so bin ich aufgewachsen. Ihr wart ganz normal angeln. Also einfach wirklich, ihr seid irgendwo hingefahren, habt geangelt. Genau, war das auch schön oder müssen das abhauen? Es muss nicht immer gleich die Panamerika sein. Es kann auch, ja, Schatz. Primus, komm her. Man kann auch mal mit dem Hund rausgehen, mit den Kindern. Das, ja. Nee, mein Vater... hat mich oft irgendwie einfach ins Auto geworfen. Wir sind losgefahren Richtung Frankreich auch und haben da auch in jeden Tümpel die Angel reingehalten. Und das sind großartige Erinnerungen. Ich war auch letzte Woche das erste Mal mit meiner Tochter bei der Eintracht aus Frankfurt. Wie war im Fußballstadion. Und wir haben 4-1 gewonnen gegen die Hertha. Und das ist ein Erlebnis, was sie sich auch noch... ich glaube, man muss auch sagen, Jürgen Grabowski ist gerade verstorben. Ja, ja. Ein großer der größte Fußballer von Eintracht. Kommen eigentlich viele Väter, lieber Stefan, kommen viele Väter zu Ihnen und sagen, mit meinem Sohn, ich möchte jetzt auch mal so ein Wochenende Vater-Sohn oder Vater-Tochter machen. Genau, der streamt den ganzen Tag nur durch und ist die ganze Zeit an der Spielekonsole. Ja. Jetzt muss der mal Schafe hüten. Ja. Gibt's das? Also tatsächlich. Und ich überlege gerade, ob ich da nicht ein Buch draus mache, weil das immer sehr interessante Erlebnisse sind. Das sind oft sehr besondere Menschen, die da kommen.
ein Vater, der aus Hamburg stammt, eine Französin geheiratet hat, in den USA lebt und mit seiner Tochter jedes Jahr nach Hamburg zurückkommt, weil er möchte, dass sie Deutsch spricht, auch Deutsch spricht. Und der Mann ist Lehrer und die Frau ist Lehrerin und das war sehr anstrengend. Ja. Und ich hatte im letzten Jahr mehrere solcher Paarungen, Väter mit Töchtern, die irgendwas lernen sollten. Ja, was die da warst du froh, dass du mit den Schafen wieder alleine warst. Also ich sag's ja, das mal so, klingt auch so nach einer Fernsehsendung, der härteste Knast der Welt. Die Töchter waren meistens 13 und fanden das nicht so doll, durch die Heide zu latschen. Ja, super. Aber die Väter fanden das ganz toll und ich stand dann oft so ein bisschen... Ich ahne, wie das, Stefan, ich ahne, wie das ist. Dazwischen. Joey, du läufst von nächstes Jahr von Alaska nach, wo war das? Feuerland? Nee, nein, nicht laufen. Nein, fahren. 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 Er aber zieht den LKW ihr macht, per Hand. Das macht ihr, das macht ihr, das macht ihr in welchem Jahr? Das macht ihr im 23er Jahr. Weil du gehst ja auch irgendwann auf Tournee jetzt mit der Kelly Family. Wir gehen Ende des Jahres auf Tour, ja. Ja. Wir und wie viele Gigs? Also richtig einmal das Ganze durch Ost und West? Genau, das sind 27 Konzerte in Deutschland, Österreich, Schweiz. Ja. Hier in Hamburg, die Arena und Berlin und überall. Ja. Und es ist eine reine Christmas Kelly Family Weihnachtsshow und eine Platte kommt raus und ja. Genau, volles Programm. Ich sagte jetzt zum Abschluss Folgendes, ich wäre gern dein Sohn gewesen. Joey Kelly, herzlichen Dank, dass du über deine Tour berichtet hast. Ja, jetzt fragt man sich natürlich, wie man das toppen soll. Da kannst du einen geben, der das toppen kann. Und zwar, 25 Jahre ist es her, dass er die Comedy-Szene, wie man so schön sagt, mit seinem Programm Zappt oder Seppt? Ich habe immer Zept gesagt. Zept. Ich sag mal Sept, aber ich habe immer Zept also, gesagt. Also, durchschalten war zu komisch als Programmname. Also mit dem Programm Sept, Zept und seinen Parodien auf TV-Filmen und Serien in neue, bislang unbekannte Welten führte. Wirklich. Also das gab es vorher so noch nicht. Ein TV-Junkie ist er bis heute geblieben. Der großartige Michael Mittermeier ist bei uns. Also ich muss sagen, das ist, dass ich dich mal persönlich kennenlernen darf. Das ist, wir gucken uns jetzt mal direkt zum Einstieg was an. Da war ich glaube, 13. Und da warst du für mich so oh, jetzt kommen wir aber alt vor. Andere Galaxien. Vorher legen alle die Latte hoch mit den Storys. Ich war gestern mit meiner Tochter im Batman-Film, weißt du, so, wir sind nicht 500 Kilometer durch Kanada, aber ist okay. Ja, ja dazu hören wir vielleicht gleich noch ein bisschen was. Wir gucken uns mal was an, was dieser junge Mann eigentlich auf die Beine gestellt hat. Das ist grandios. Was passiert bei Edgar Wallace? Wir erinnern uns, schwarz-weiß London. Ja, am Anfang ist immer diese Figur, die durch den Londoner Nebel stapft und dann dieses... Hallo, hier spricht Edgar Volles. Und dann kommt jemand so, wie bei Klaus Kinski, ich weiß nicht, auf 45 gelaufen lassen wird, irgendwie sein Erdbeermund. Und dann geht es richtig. Ich liebe die alten Edgar Wallace-Filme. Und Kinski hat immer so schön einen Tee gebracht. Ne? Kinski war immer mit seiner leichten, nasalen Stimme. Und dann ist einer gestorben, war klar. Also ja, man sieht da auch einen anderen jungen Mann. Das ist ja, widme dich dem Gast. Also das ist Wahnsinn, ihr beide noch mit wallendem dunklen Haar. Mit kurzen Hosen. Schau dich mal in 10 Jahren an. Ach so, weit schaffe ich es auch gar nicht. Ja. Das, ich finde es auf jeden Fall, ich finde es phänomenal. Du bist ja wirklich, ich habe früher als Kind gerne Police Academy geguckt und das fand ich immer irre, wenn Leute alleine durch ihre Stimme diese Geräusche so nachmachen konnten. Und das war so eine Art Signature-Move bei dir. Dass du einfach wirklich Sachen so perfekt nachgemacht hast, man hatte die Bilder immer vor Augen. Also entweder Geräusche oder, was ich bis heute sehr liebe, wenn ich tatsächlich Fernsehen nacherzähle. Du hast keine Bilder, sondern ich erzähle einfach eine Serie und die Leute lachen, selbst wenn sie nicht gesehen haben. Das ist eigentlich der Anspruch. Also dass du sie nicht unbedingt gesehen haben musst. Mir hat das mal jemand gesagt, der kam aus einer Show von mir, da habe ich 2 Stunden so eine Enterprise-Stand-Up gemacht, das habe ich Anfang der 90er, 94 in der Bayer der Vernunft, und der meinte zu mir, ich habe die Serie nie gesehen, aber es war so lustig, was sie da gemacht haben, ich gucke mir das jetzt mal an. Und diesen Satz habe ich mir gemerkt, weil das ist tatsächlich, also, und nach dem Prinzip habe ich dann so Dinge nacherzählt, ob Edgar Wallace oder... Also Aktenzeichen, whatever. Also es ist ja, ich liebe Fernsehen und das war meine Kernkompetenz.
Ja, aber das ist natürlich auch die hohe Kunst, Leute mitzunehmen, die es gar nicht geschaut haben. Man muss ja sagen, heute, man kann ja gar nicht mehr alles gesehen haben. Also früher auf drei Kanälen, da hat man es ja quasi noch professionell abfischen können. Heute ist so viel Inhalt da, so viele Serien. Du machst das jetzt ja schon eine ganze Weile. Wie hat sich für dich Fernsehen verändert und ist vielleicht auch irgendwas wieder zurückgekommen? Also Gott sei Dank ist es ein bisschen mehr geworden, weil ich meine, stellen wir uns mal vor, die Pandemie, ganzen Lockdowns wären 1980 gewesen. Was hätten wir gemacht? Also keine Ahnung, es hätte sehr viele Scheidungen gegeben. Keine Ahnung. Ich habe in Wien gespielt und gesagt, nein, wahrscheinlich wären wir Deutschen mal wieder zu euch gekommen und hätten Österreich annektiert. Da war aber Stimmung in der Bude. Nee, also ich denke schon, dass Fernsehen gerade in den letzten 2 Jahren wieder so einen Push bekommen hat. Ja, obwohl wir, ist ein Freund von mir hat mal gesagt, du, das ist abends, du sitzt vor deinem Streamingdienst, Netflix, Amazon, was auch immer, suchst die ganze Zeit durch, 40 Minuten lang, am Ende guckst du eh was, was du schon kennst und bist parallel am Handy. Nee, finde ich nicht. Also oder ich schaue ganz bewusst, ich schaue bewusst Serien oder einen Film. Also es gibt so viele gute Sachen. Und also ich verstehe es immer nicht, wenn es heißt, ja, Fernsehen war früher besser oder Fernsehen ist jetzt besser. Es ist sehr vielfältiger und ich schaue halt an, was mir nicht gefällt. Aber das war damals schon so. Ja, aber vielfältiger, es kommt doch, also das habe ich im Interview von dir gelesen, da zählst du so herrlich auf, es kommt ja alles wieder zurück. Man hat das Gefühl, wir sehen uns so sehr nach der Vergangenheit, dass selbst irgendein Zonk wieder ausgegraben wird. Naja, aber das, glaube ich, sind die letzten 2 Jahre, diese Retro-Value, Wetten, dass der Zonk, jetzt soll die 100.000-Mark-Show. Ich habe eben zum Spaß gesagt, stell mal vor, es wäre jemand ins Koma gefallen, 1981. Der wacht jetzt auf, den drückst du eine Fernsehzeitung in die Hand und sagst, läuft ja noch. Für den hat sich nichts geändert. Der sagt, alles gut. Ich glaube, es ist ja schön, wenn so ein paar Lagerfeuer-Dinger wieder kommen. Weil ich muss ja sagen, also wir gucken auch gerne zusammen, oder mit meiner Tochter, wir zu dritt Fernsehen. Und es ist aber nicht so, dass man dann guckt ihr die NDR Talkshow zusammen und sagt, das ist aber schön, was wir da sehen. Und wir können drüber sprechen, oder was dann, guckt ihr? Da geht dann meine Tochter. Also meine Frau und ich, wir gucken die NDR Talkshow sehr leidenschaftlich. So, oh Gott. Aber also tatsächlicherweise, also nee, meine Kleine wäre da so ein bisschen, die reden sehr viel. Also das wäre dann... Also die kann super kommentieren, mit der kann ich Germany's Next Topmodel gucken. Ich habe jetzt 15 Staffeln ausgelassen, weil ich habe die erste Staffel damals kommentiert und gesagt, mach was Lustiges. Und habe gesagt, steig aus. Und jetzt sitze ich da mit meiner Tochter, die 14 ist, und die kommentiert es so rasend komisch. Die darf ja auch Dinge sagen, die könnte ich gar nicht sagen. Das muss ja irgendwie auch wirklich eine Veranlagung sein, dieser Wortwitz. Das ist die Lilly, ne? Das ist die Lilly, ja. So, und mit der Lilly machst du sogar einen Podcast? Wir haben einen Dreier-Podcast, meine Frau, meine Tochter und ich. Und ich weiß, das Erste, was man sich denkt, es ist cringe. Also würde cringe, also cringe, jetzt müssen wir einmal hier die Jugend, sozusagen die Menschen, die Jugendsprache sprechen. Was heißt cringe auf Altdeutsch? Fremdschämen. Fremdschämen, ja. So. Warum kann der Herr Mittermeier nicht einfach Worte benutzen, die Zuschauer der in der Talkshow auch verstehen? Boah, ich wollte jetzt einfach mal für meine Tochter einfach auf so. Was sagen und sagen, aber die sitzt wahrscheinlich vom Fernseher, oh Papa, klar, wenn ich sag, das cringe. Ja, sehr genau. Es ist so peinlich. Das geht so gar nicht. Aber es hat tatsächlicherweise angefangen, also dieser Podcast, weil wir, klar, wir haben in der Pandemie, wir haben viel Fernsehen geguckt, wir haben aber auch viel über Politik geredet, über Corona und so, und dann sind diese Gespräche immer länger und toller und lustiger und auch mal tiefer geworden. Und irgendwann ist das so entstanden. Und ich hab in meinem Buch zum Beispiel, ich habe Dialoge aufgeschrieben, wirklich. Die habe ich dann, okay, meine Tochter hat das gesagt, ich habe das gesagt, so. Und ich muss es gar nicht mehr erfinden. Die hat ein sehr gutes humoristisches Gen. Also es, ja gut, bei dem Vater. Und du hast das auch du hast es wirklich im Buch auch verarbeitet. Also diese Art, wie sie umgeht. Du hast uns eine Stelle mitgebracht, die du mit ihr zusammen erlebt hast. Naja, gut, ganz gerne mal hören würde. Die Stelle, da war sie sehr klein. Man muss eins dazu sagen. In dem Buch sind ja ganz viele, es ist ja nur noch eine Folge, Fernsehen von A bis Z. Und für jeden Buchstaben gibt es dann halt eine Serie. Und C ist Columbo. Und es gab Columbo. Kennen die Jungen nicht mehr, aber... Das war doch der sich immer so umdreht und sagt, eine Frage noch. Ah, eine Frage hätte ich da noch. Ja. Und es ist so, und das war bei unserer Tochter, das ist so ein Fragekind gewesen, immer. Warum, wieso, warte mal, weshalb? Deine witzige Art und Beharrlichkeit gepaart mit alles hinterfragen, das muss ja ganz entspannt sein bei euch zu Hause.
Du, ich sag's mal so, man kam sich schon manchmal vor, also als wäre sie wirklich, wir haben sie irgendwann Mrs. Columbo genannt, weil sie hat diese die Frage immer gestellt, ich hätte nur eine Frage. Und da ja Columbo immer von seiner ominösen Mrs. Columbo, alle haben geglaubt, die gibt es nicht. Und dann haben wir gesagt, wahrscheinlich ist unsere Tochter, dürfte die Reinkarnation sein, weil das würde passen. Und, die wollte, und ich habe hier, also das ist ein Gespräch quasi, da war sie sehr jung, weil sie auch fremde Leute angesprochen hat. Wir waren manchmal froh, wenn wir nichts mit den Fragen zu tun haben. Ach, wenn sich das Kind mal endlich nicht mit dir unterhalten hat. Naja, das Problem ist, wir kamen uns vor wie diese Beschuldigten bei Columbo. Also, die fragt uns aus, um unsere Alibis abzuklopfen. Und er so, nein, ich habe die Kinderschutzfunktion bei dem Handy, das habe ich nicht umgeschaltet. Doch, hast du gemacht. Nein, ich war in Bielefeld. Bielefeld gibt es nicht, doch, für uns Komiker schon. Also solche Dialoge entspinnen sich dann. Aber ein sehr junger Dialog, den ich sehr mag. Und ich habe das damals aufgeschrieben, danach nach dieser, es war in der U-Bahn. Also es konnte einen auch in der U-Bahn erwischen. Also meine Tochter sprach gern Fremde an. Einen Mann mit einer großen Schachtel auf den Knien fragte sie, was hast du denn da? Das ist ein Geburtstagsgeschenk. Was ist da drin? Eine Torte. Was für eine Torte? Eine Schwarzwälder Kirschtorte. Was ist das? Die heißt so. Warum? Weil die aus dem Schwarzwald kommt. Was ist ein Schwarzwald? Eine Gegend in Deutschland. Mit schwarzen Bäumen? Nein, das nennt man nur so. Warum? Das ist eine Gebirgsregion im Südwesten Deutschlands. Warum heißt das dann Schwarzwald und nicht Schwarzberg? Ist das Ihr Kind? Ja. Können Sie es bitte von mir wegnehmen? Warum? Und ganz die Tochter. Wir haben uns aber wirklich... Also sehr gut. Ich habe ja damals, das war in Bielefeld in der U-Bahn. Bielefeld hat, glaube ich, gar keine. Bis nach Bielefeld. Also das wäre schon jetzt, das wäre schon sehr weit. Ich habe mir damals gedacht, pass auf, die setzen wir irgendwann bei Markus Lanz ab. Dann explodiert die Sendung, der hört auf, der wird Spinatknödeldreher in Südtirol, weil der sagt so, die fragt ja mehr wie ich. Aber die hat auch dieses Humorgehen. Was hat sie mich gefragt, Emma? Ich habe den Bachelor geguckt, aus Recherchegründen tatsächlich. Das ist selbstverständlich. Das war auch, was meine Tochter, genauso hat meine Tochter reagiert. Sie kam rein, wieso guckst du den Bachelor? Ich so, Recherche, klar, Papa. So, und irgendwann hat sie mich gefragt, so, ist eigentlich Bachelorette, ist das ein Beruf? Und ich war so, wieso? Verdient super Kohle, tolle Villa. Und ich so, nee. Sie hat ja lauter Untermieter. Ja, aber wenn die zahlen, ist doch super. Und ich war so, oh, ich sehe sie schon im Dschungelcamp. Nee, meint sie, ist nur ein Witz, Papa. Und ein Bachelor ist ja mittlerweile ein anerkannter Beruf. Kannst ja daheim anrufen, ich bin Bachelor. Und die Eltern, was machst du da? Ja, ich verkaufe Rosen. Also keine Ahnung, also wie verkaufst du das deinen Eltern? Und was das Schöne war tatsächlich, dass wir in diesen letzten 2 Jahren, wir haben natürlich auch, ich habe versucht, ihr das alte Fernsehen auch nahezubringen, mein Fernsehen. Also was wir, das ist zum Beispiel Enterprise. Also die in den komischen Schlafanzügen, wo ich die Farbe nie verstanden habe, warum das jemand anhatte. Ich zum Beispiel, ich habe mit Enterprise nie irgendwie eine Verbindung aufbauen können. Jetzt führe mich doch mal durch, da gab es einen Kapitän. Der hat das Raumschiff. Ich glaube, Captain Kirk, aber die Farbgebung war ganz klar. Wenn einer ein rotes Shirt anhatte und den du vorher noch nie gesehen hattest und der kam auf die Brücke, hallo Captain, ich habe die Relais überprüft, dann wusstest du, der stirbt in spätestens 10 Minuten. Das war die Farbgebung zum Beispiel. Ja, ja, so war das. Also so eine Art Triggerwarnung. Du wusstest schon durch die Farbe, was passiert. Ja, bis auf Scotty, alle, die ein rotes Shirt anhatten, die sind umgekommen. Also von der Besatzungsstatistik. Scotty ist der die Leute rumgebeamt hat? Scotty ist der Chefingenieur. Wenn alles kaputt war und Captain Kirk in den Maschinenraum ging, und das ist ja meine alte Klassiker, das ist ja der Klassiker-Dialog, Captain Kirk geht rein und sagt, Scotty, wie sieht's aus? Und der Captain, die Lithiumkristalle sind gebrochen, die Reparatur, das dauert mindestens 4 Wochen. Scotty, gib dir 4 Stunden, okay, Captain? Mach's in 2. Das ist so. Das ist eigentlich wie in jedem Handwerksbetrieb in Deutschland, so im Mittelstand, höre ich da raus. Deswegen lachen die auch so. Der Geselle lacht genauso laut wie der Chef. Das wäre sehr schön, weißt du, so meine romantische Vorstellung, wenn ich einen Handwerker rufe, dass dann einer kommt und ich Captain Kirk bin und sage, mach das mal. Bei mir ist es eher so, sag, was hast du denn da gemacht? Ich habe gar nichts gemacht. Ja, du musst was gemacht haben. Nein, ich habe nur eingeschaltet. Dann fehlt das Teil, du zahlst trotzdem 90 € für die Anfahrt und der kommt dann in 3 Wochen wieder.
Na, am Schluss sagt er, das kannst du wegschmeißen. Ich sag, wie, was? Das ist ein Haus. Ein neues, billiger wie die alte zu reparieren. Also ein Satz, den ein Schönheitschirurg nie sagen würde an der Stelle. Und, aber Raumschiff Enterprise ist mein Favorite. Und ich habe mich bis heute nicht getraut, meiner Tochter die Classic zu zeigen. Wie bei Columbo übrigens auch keine Frau. Bei Raumschiff Enterprise. Doch, wie bei Raumschiff Enterprise. Eine Frau? Lieutenant Uhura. Ja. Lieutenant Uhura? Ja. Das war eine Frau. Afroamerikanerin. Also Hubertus, ich glaube, du solltest dir eine andere Brille kaufen. Ja, okay. Bin mir nicht sicher, Entschuldigung, ich habe es auch nie gesehen. So, aber während jetzt alle völlig nostalgisch abschweifen in die Enterprise-Geschichte und mir das überhaupt nichts sagt, sprechen wir über was anderes, was mir auch überhaupt gar nichts sagt. Fantasy. Wie sagt der Norddeutsche Game of Thrones? Weil das TH, das war schon Massachusetts. Also ich habe auch so meine Schwierigkeiten in der Schule gehabt. Game of Thrones. Bitte erklär mal jemandem, der es nie gesehen hat, was ist die Faszination? Warum haben 19 Millionen weltweit auf dieses Finale gewartet oder 190 Millionen? Was hat es mit Games of Thrones? Ich weiß nicht. Was hat es damit auf sich? Ich habe es hier zusammengefasst in 3 Sätzen. Oder eigentlich 2. Pass auf. Game of Thrones, wer es nie gesehen hat, das ist Tod, Macht, Gewalt, kleinwüchsiger Drachen, Gemetzel, Intrigen, Sex, Untote, Inzest, Vernichtung, Vergewaltigung, Erniedrigung. So eine Mischung aus Herr der Ringe, Grimms Märchen und CDU-Parteitag. So, also das ist die Kurzfassung. Aber die Langfassung ist, es gibt einen fiktiven Kontinent und es gibt einen Westteil, das ist Westeros, und dann gibt es Ostdeutschland. Nein, ich nenne es nur so. Es gibt 7 Könige und einen Thron. Also es ist also so. Also die Reise nach Jerusalem. Es gibt auch 7 Könige und einen Zwerg. Also es ist umgekehrt wie bei Schneewittchen. Und eins muss man dazu sagen, weil du sagst 19 Millionen, weil da waren sie ganz stolz. Die Erstausstrahlung hatte 19,3 Millionen. Und die, oh, geil, und so Game of Thrones weltweit. Und dann sag ich mal, Freunde, wisst ihr eigentlich, was die Schwarzwaldklinik für eine Quote hatte? So im Schnitt, das waren 28 Millionen, nur in Deutschland. Und ich finde, auf Augenhöhe steht die Schwarzwaldklinik, in der, by the way, mehr Menschen aufgeschnitten wurden wie bei Game of Thrones. Das muss man an dieser Stelle tatsächlich was dazu sagen. Ohne dass aber jemals ein Spritzer Blut irgendwo hingekommen ist. Und Brinkmann hat ja quasi so geheilt. Aber die hatten genauso viel Sex wie bei Game of Thrones. Ich meine, Entschuldigung, Sascha Heen kam irgendwie durch den Gang. Bist du Schwester? Ja, bück dich. Also komm, es ging ja. Also da war. Ich habe mal von dir die Theorie gehört, warum das Caprio weiß sein musste. Sascha Heens. Das weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, dass es offen sein musste, weil sonst hätte er nicht so reinspringen können. Er wäre halt ziemlich dagegen geknallt. Aber der sprang immer dieses Cabrio, das war ja Wahnsinn. Also, aber jetzt muss ich dich mal fragen. Ich habe ja in der Medizin, ich habe das immer das Professor Brinkmann-Syndrom genannt, dass die Deutschen sich so krass beim Arzt abgeben. Also dass sie so sehr sagen, ja, Herr Doktor, und dann machen sie es zu Hause doch nicht. Also wie viele Tabletten, wirklich auch sogar die Deutschen gehen gerne zum Arzt, der verschreibt ihnen was. Klassiker ist Bluthochdruck, spüre ich nicht. Ja, dann, und morgens denke ich mir auch, die Tablette nehme ich nicht. Die gehen aber wirklich zum Arzt, nicken, dann lösen sie das Rezept in der Apotheke ein, nehmen das Medikament mit nach Hause. Und ich habe, als ich Notarzt mitgefahren bin, müllsäckeweise Medikamente unter den Betten gefunden. Weil die Deutschen irgendwie so, das wie in der Schwarzwaldklinik, die takten das alles durch, aber am Ende nehmen sie es dann doch nicht. Aber das Rezept habe ich ja eingelöst. Also wie sehr, wenn du Ärzte siehst, wie sehr ist der Professor Brinkmann, ist der heute noch da oder hat sich der moderne Arzttyp für dich verändert? Boah, ich bin jetzt nicht der Du bist doch Patient. Aber ich sag mal so, die Arztserien haben sich verändert. So eine Serie wie damals, ich meine, allein der Titel, kannst du dich erinnern an die Serie Dr. Stefan Frank, der Arzt, dem die Frauen vertrauen. Sigmar Solbach. Ja, aber das ist ja ein Titel, das kannst du ja, also Entschuldigung, das kannst du heute nicht mehr so stehen lassen, weil das klingt cringe. Wir wollten das klingt cringe. Als Pilot fahren. Naja, das ist natürlich bedauerlich. Guckst du denn gerne so Arztserien, so hier Grey's Anatomy und Emergency Room und sowas? Nein, ich guck dann schon lieber Game of Thrones. Squid Game zum Beispiel auf Netflix. War so eine Art. Oi, da haben wir hier auch schon mal drüber gesprochen. Ja, da geht's. Echt? Habt ihr schon gesprochen? Naja, weil es hieß dann, das ist die Verrohung der Jugend und die spielen diese Spiele auf dem Schulhof nach und das sei alles ganz, ganz schlimm. Echt? Ich finde, Squid Game ist die koreanische Version von Germany's Next Topmodel. Nicht mehr, nicht weniger. Am Ende des Tages. Es bleibt nur übrig, es gibt nie wieder ein Foto von dir. Also, aber wenigstens schreit nicht eine dauernd so rum.
Also es ist im Grunde genommen, ja, ich weiß, es ist laut, also ich kann das auch, das ist ganz schwierig. Aber ich finde das, wenn meine Tochter vor Germany's Next Topmodel sitzt und die guckt das und dann schaut sie, da sagt die oft so, hey, du Drama Queen, was soll das? Und, oh mein Gott, ich bin nicht gut gegangen. Oh, ich werde sterben. Also, du stirbst nicht, du gehst nur aus einer Villa raus. Shut up. Weißt du, und das hat schon was Schönes, wenn eine 14-Jährige eigentlich erkennt, was da drin abgeht. Das so, ist ja. Jetzt muss ich einmal, weil ich einfach so neugierig bin, wir gehen jetzt einmal rum, wer welche Serie am liebsten guckt. Und Michael Mittermeier gibt mal seinen Senf dazu. Okay, was guckt ihr zu zweit gerne zusammen? Wir haben ein Serienproblem, weil wir überhaupt nichts, wir kommen überhaupt nicht zusammen. Also wir, okay, haben Game of Thrones, also wir haben Game of Thrones mal angefangen zu gucken, aber haben dann festgestellt, die echte Welt ist eigentlich schon schlimm genug, dann brauche ich nicht noch Game of Thrones. Ja, aber also wir hadern mit Serien. Das haben viele Paare angefangen, weil tatsächlicherweise, das war die erste Serie, wo ich von vielen gehört habe, wo auch die Frauen gesagt haben, komm, Gemetzel geht da, weil vorher... Weil genug Liebe dabei ist und Intrige. Da gibt es ein riesiges Gemetzel bei einer Hochzeitsfeier. Das ist wirklich schlimm. Ach, das war nichts für euch. Das darf man jetzt aber nicht spoilern, weil dann kriegt man von ganz... Nein, die Folge ist die Bluthochzeit. Das ist ziemlich krass, ja. Aber wie schlimm, aber ist, das, was? Wie schlimm ist das denn jetzt, dass das Paar... Es gibt richtig Streit zu Hause, weil jemand schon heimlich weitergeguckt hat. Kennst du das auch bei euch? Ja, das geht natürlich nicht. Nein. Wenn du endlich mal eine Serie gefunden hast, die du zusammen gucken kannst, und dann guckt einer einfach weiter. Er guckt noch zwei Folgen weiter, dann hängt der Haussegen schon. Ich habe zum Beispiel das Damen-Gambit einfach alleine geguckt und das fandest du auch ja, sehr schade. Ja, eine Schachserie hätte ich gerne mal geguckt. Also ich finde tatsächlich, im Moment gucke ich wirklich gerne auch mal Trash-TV. Ich finde, im Moment tut auch wirklich leichte Unterhaltung auch mir total gut. Was hast du jetzt gesagt? Wir gehen weiter. Ja, aber was die beiden aber sagen, da dokumentiert sich das natürlich, es so viele Serien mittlerweile gibt auf so vielen unterschiedlichen Streamingdiensten, dass es das Gemeinschaftserlebnis, auf das dein Programm aufbaut, nicht mehr gibt. Das Lagerfeuer. Oder kaum das Lagerfeuer. Das ist, glaube ich, schon eine Differenz. Es ist eine Differenz, aber ich bin immer ganz stolz, wenn ich jetzt auf Tour bin. Ich habe so ein ZEPT-Jubiläumsprogramm, 25 Jahre, wo ich eigentlich wie im Buch das ähnlich die alten Serien schon nehme, ein paar Klassiker, aber auch die neuen einflechte, eben Game of Thrones oder The Crown. Also was ja auch, ich meine, die Queen, das ist, ich habe ja eine Theorie, ich glaube, die wird nicht sterben. Die ist jetzt 500, nein, die wird nicht sterben. Die Queen, Prinz Charles, hey, buckle up, die stirbt einfach nicht. Er bereitet sich schon als König vor. Pass auf, und meine Theorie ist, die wird heiraten. Ja. Und weißt du, wen sie heiratet? Keith Richards. Der stirbt auch nicht. Und die beiden werden uns regieren bis an unser aller Lebens und an ihr Leben. Also die werden selbst Putin in die Schranken weisen. Ich habe da überhaupt keine. Also wenn Keith Richards das erste Mal mit Putin spricht. Ja. Also Moment, falls Sie gerade eingeschaltet haben zu Hause, das dann ist hier gerade aller Weltsprobleme. Michael Mittermeier, der zieht das hier. Nicht versprechen jetzt. Ja, also. ich bin schon so in Rage. Ich bin schon ganz glücklich. Keith Richards von den Rolling Stones heiratet die Queen und die sorgen dann für die Weltherrschaft, dass die wieder im britischen Empire liegt. Mick Jagger streut Blumen. Oder so. Also weil zum Beispiel in meinem Buch lasse ich The Crown versus Familie Feuerstein aufeinandertreffen. Weil ich mir dachte, was ist die... Also, wer ist noch altbackener im Grunde genommen wie die Royals? Und dann kam ich auf eine prähistorische Familie Feuerstein, weil ich habe das immer so für mich gesehen, dass tatsächlich Prinz Charles draußen in der Tür steht und dagegen trommelt. Mutter, lass mich rein, ich möchte König werden. Und also das ist so meine Vorstellung. Wie ist der beste Freund von Fred Feuerstein? Barney Geröllheimer. Barney Geröllheimer. Ja. Guck mal. Boah, das ist hier ein Fernsehwissen. Wir können ja mal einen Quiz draus machen. Gibt ja noch nicht genug Quizzes. Also, natürlich. Lieber Michael, ich danke dir sehr für diese Einblicke. Ein neues Buch. Früher hätte man gesagt, bis zur nächsten Werbung. Heute heißt es nur noch eine Folge. Und dann ist es doch 3 Uhr morgens. Was machst du gegen den chronischen Schlafentzug? Das Geile ist ja, du kannst jetzt lesen und Fernsehen gucken gleichzeitig. Also das heißt, du bingst dich durch die Kapitel. Ja. Und man muss halt mal auf Schlaf verzichten, wenn man in der 8. Staffel The Blacklist ist. Also... Meine Und an der Stelle, bitte guckt jetzt nicht weiter daheim. Ich komme morgen wieder. Lebenshilfe. Schaut noch weiter. Johannes sagt gerade, was hier noch weiter. Vielen Dank. Das war die NDR Talkshow. Danke an unsere Gäste. Danke, lieber Johannes, dass du heute dabei warst. Ja, ich habe zu danken. Danke an Sie zu Hause. Bleiben Sie dran, denn jetzt folgt Ihnen das Nacht mit Herbert Knaup und, man sagt, Chloese. Chloese. Vom Erfurt. Vom Erfurt. Schauen Sie das an. Mit der Vokalfärbung. Frau Thüringer von Erfurt. Ja. Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh.